Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder eure Jana von Radio FM. Ihr wollt billig verreisen? Dann haben wir heute eine sehr interessante Idee für euch. Ich bin hier auf einem Bauernhof in der Nähe vom Bodensee. Auf diesem Hof kann man arbeiten und bekommt dafür kostenlos Unterkunft und Essen. Man bezahlt also nichts. Und das kann man nicht nur in Deutschland, sondern fast überall auf der Welt machen. Wie findet man Bauernhöfe, die freiwillige Helfer suchen? Auf der Webseite von AAB, Arbeit auf dem Bauernhof, könnt ihr Bauernhöfe auf der ganzen Welt finden. Mehr erfahrt ihr aber jetzt von Dan. Ihn habe ich hier auf dem Hof am Bodensee getroffen. Hallo Dan, kannst du dich kurz vorstellen? Ja klar, ich heiße Dan, bin 20 Jahre alt und komme aus den USA. Ich arbeite seit 3 Wochen hier auf dem Hof von Familie Günther. Dan, warum bist du eigentlich hierher gekommen? Naja, natürlich, weil man für wenig Geld reisen kann, aber auch, weil man hier wirklich interessante Erfahrungen machen kann. Und ich will mein Deutsch verbessern. Und Dan, was machst du so den ganzen Tag? Wie sieht eigentlich dein Alltag aus? Ich stehe um 7:30 auf. Dann kümmere ich mich um die Schweine und um die Hühner. Danach frühstücke ich. Später arbeite ich meistens auf dem Feld. Letzte Woche haben wir ein Zimmer renoviert. Manchmal helfe ich auch bei der Reparatur von Maschinen. Das hört sich ja schon anstrengend an. Die Helfer arbeiten normalerweise ungefähr 6 Stunden pro Tag und haben mindestens einen Tag pro Woche frei. Waren die Vorbereitungen kompliziert? Nicht besonders. Ich habe mir im Internet über die Webseite von AAB einen Bauernhof in Deutschland ausgesucht, die Reise geplant, ein Visum beantragt und den Flug gebucht. Aha, du hast also alles selbst organisiert, oder? Ja, AAB organisiert keine Reisen. Das muss man selbst machen und auch die Kosten dafür übernehmen. Das Visum und das Flugticket muss ich selbst bezahlen. Was machst du eigentlich in deiner Freizeit? Manchmal treffe ich mich mit Freunden aus dem Dorf. Ich lese, lerne Deutsch oder unternehme etwas mit meiner Gastfamilie. Was vermisst du eigentlich am meisten? Am meisten? Na, meine Freundin. Sie musste leider zu Hause bleiben und ihr Studium fertig machen. Hast du schon einmal etwas Ähnliches gemacht? Nein, noch nie. Aber ich würde das sofort wieder machen und würde es jedem empfehlen. Welche Pläne hast du für die Zukunft? Am liebsten möchte ich in Deutschland studieren, vielleicht Tiermedizin. Ich möchte auf jeden Fall später etwas Sinnvolles machen. Das klingt gut. So, Dan, das war wirklich interessant. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft, noch viel Spaß auf dem Bauernhof und vor allem noch viele schöne Reisen. Danke. Du, Gerhard, wer ist denn der mit den langen Haaren? Kennst du den noch nicht? Das ist Herr Kiel, Dr. William Kiel. Wie heißt er? Kiel, K wie Kaufmann, 2-mal E wie Emil, L wie Ludwig. Das ist unser neuer Betriebsarzt. Ah, der ist das. Und woher kommt der? Aus Lawrence in Kansas. Das liegt mitten in den USA. Und der spricht Deutsch? Nicht nur das. Er kann auch Niederländisch und sogar Esperanto. Aber komm doch einfach mit, dann mache ich euch bekannt. Herr Dr. Kiel? Entschuldigen Sie, Herr Dr. Kiel. Darf ich Ihnen Frau Gerke vorstellen? Sie arbeitet hier als... Frau Börner, Sie sind nun schon über 25 Jahre im Messegeschäft. Wo stehen wir heute? Wer ist wir? Ich nehme mal an, wir, das ist die Gesamtheit der Aussteller an den deutschen Messestandorten. Und wo stehen wir? Nicht alle am gleichen Ort, sicher nicht. Aber ich versuche mal, den idealen Ort zu bestimmen. Noch in den 80er Jahren war die Messe eine Kommunikationsplattform. Da traf man sich, da tauschte man Erfahrungen aus,
Man kannte sich meistens, man entdeckte neue Trends. Heute ist die Messebeteiligung ein Bestandteil der Marketingstrategie. Sie ist also viel stärker integriert als früher. Ich glaube, da stehen wir. Was sagen Sie zum guten alten Messewahlspruch? Sehen und gesehen werden. Wissen Sie, wenn das Messekonzept nicht stimmt, dann sieht man nicht viel und wird auch nicht gesehen. Die Gestaltung des Standes ist nach wie vor ein wichtiger Faktor des Messeerfolgs. Es muss ein klares Messekonzept dahinter stehen. Der Stand soll Interesse und Sympathie wecken, ohne gleich alle Fragen zu beantworten. Der Besucher soll ja das Gespräch suchen. Das tut er aber nur, wenn ihm der Stand ins Auge fällt und sozusagen ins Gespräch zieht. Das ist gar nicht so einfach, denn Messebesucher haben es immer sehr eilig. Es wird geklagt, die fachliche Qualifikation der Messebesucher habe abgenommen. Man trifft heute mehr Entscheider am Stand. Früher waren es eher Fachleute, die aber nicht entscheiden konnten, sondern ihre Messeeindrücke zu Hause zur Entscheidung vorlegen mussten. Heutzutage steht der direkte Verkauf weniger im Vordergrund als die Zusammenarbeit. Der Verkauf von Waren und Dienstleistungen ist nur ein Teilaspekt dieser Zusammenarbeit und nicht einmal der wichtigste. Viele Aussteller haben sich auf diese neue Situation allerdings noch nicht eingestellt. Wie war die Messeentwicklung in den letzten Jahren? Zwischen 1991 und 1994 ging die Zahl der Messebesucher zurück. Die vermietete Standfläche blieb aber in etwa gleich, während sich die Zahl der Aussteller erhöhte. Seit 1995 haben wir in allen drei Bereichen eine bemerkenswerte Steigerung, also sowohl bei der Besucherzahl als auch bei der vermieteten Standfläche und besonders bei der Zahl der Aussteller. Wie erklärt sich das wachsende Bedürfnis nach Messen in einer Zeit unbegrenzter elektronischer Informationsmedien? Messen bieten eben nicht nur Produktinformation, sondern Produkterlebnisse. Und darüber hinaus eine Begegnung mit der Firmenkultur des Ausstellers, wenn dieser seinen Stand entsprechend gestaltet hat und mit dem Interessenten entsprechend umgeht. Der Aussteller sollte sich weniger mit der Frage befassen, welche Produkte er ausstellt, sondern sich ganz auf die Darstellung seines Unternehmens und seiner Firmenkultur konzentrieren. Der für uns wirklich interessante Besucher will das Unternehmen kennenlernen. Das Produkt hat aber eine wichtige dienende Funktion, nicht mehr. Oh nein, das ist ja furchtbar. Ja, hoffentlich geht alles gut. Um 11 Uhr muss ich schon in der Sporthalle sein. Da findet der Yoga-Vormittagskurs statt. Du weißt doch, ich habe immer schreckliche Prüfungsangst. Stimmt, Yoga ist gut gegen Nervosität. Aber danach hast du doch sicher Zeit zum Lernen. Naja, der Yogakurs dauert 2 Stunden. Dann habe ich erst einmal Hunger und gehe mit meiner Yogagruppe in die Mensa zum Essen. Im Moment sind Asienwochen und heute gibt es thailändisches Essen. Ich liebe die exotischen Gewürze. Danach trinken wir immer zusammen in der Cafeteria noch einen Espresso. Komm doch mit. Nee, geht leider nicht. Um 13 Uhr habe ich einen Mathe-Test. Vielleicht danach? Nein, danach muss ich den ganzen Nachmittag Geld verdienen, damit ich meine Miete bezahlen kann. Du weißt doch, ich jobbe in der Buchhandlung Gröner. Da kannst du den ganzen Nachmittag lesen. Hallo? Ich packe die Bücher aus und sortiere sie in die Regale. Ich habe keine Zeit zum Bücherlesen. Schade. Abends hast du Zeit zum Lernen. Leider auch nicht. Ich gehe mit Hugo und Annika ins Kino. Wir sehen uns Iron Man 3 in der Originalversion an. Das hört sich interessant an. Und dann? Dann fahre ich nach Hause. Und dann setzt du dich an den Tisch und lernst. Oder gehst du lieber gleich ins Bett? Normalerweise bin ich nach so einem Stresstag immer sehr müde. Um 23 Uhr schlafe ich sicher schon. Aber nein, stimmt nicht. Meine Eltern und mein Bruder rufen mich aus Mexiko an. Um die Uhrzeit sprechen wir immer noch eine halbe Stunde. Na, dann wünsche ich dir viel Glück für deine Prüfung morgen.
Sehr geehrte Damen und Herren, schon als wir zwischen 1990 und 1992 eine Gesamtstrategie für alle Produktfelder entwickelt und umgesetzt haben, wies der Markt folgende Merkmale auf. Erstens, er zeigte einen deutlichen Trend zur Globalisierung. Zweitens, der deutsche Markt ist gesättigt. Wir müssen internationale Märkte erschließen. Dazu müssen wir in Zukunft noch intensiver an neuen Entwicklungen arbeiten. Drittens, auf manchen europäischen Märkten müssen wir unsere Position verbessern. Viertens, im fernen Osten und, wenn auch mit einer gewissen Verzögerung, in Osteuropa sind regionale Wachstumsmärkte entstanden. Wir müssen also mit grundlegenden und tiefgreifenden Änderungen auf den Märkten und bei unseren Konkurrenten rechnen. Wir dürfen uns diesen Entwicklungen nicht nur anpassen, also reagieren, sondern wir müssen zukünftige Entwicklungen vorhersehen, also handeln. Werfen wir einmal einen Blick auf unsere Unternehmensphilosophie. Wie sehen wir unser Unternehmen? Erstens, Spitzentechnologie wird auch weiterhin unsere Position als Industrieunternehmen sichern. Das bedeutet, wir engagieren uns in den Geschäftsbereichen, in denen wir überlegene Lösungen anbieten können und in denen die Qualität der Anwenderlösungen für den Markt entscheidend ist. Zweitens, wir werden das hohe Niveau unserer Kundenorientierung beibehalten. Das bedeutet, es ist unsere Verantwortung, so viele Abnehmer wie möglich im täglichen Kontakt mit Allweiler positiv zu überraschen. Auf dieser Grundlage werden wir unsere Strukturen und Fähigkeiten weiterentwickeln. Drittens, wir werden unserem Unternehmen eine innovative Grundstruktur geben. Das bedeutet, wir sind bereit und willens, neue Ideen anzupacken, auch wenn sie mit einem Risiko verbunden sind. Unter Kreativität verstehen wir produktives Denken im Gegensatz zu bloßer Routine. Viertens, wir werden in einer dezentralisierten Struktur arbeiten. Das bedeutet, auf möglichst vielen Ebenen des Unternehmens werden wir selbstverantwortliche Einheiten und interne Märkte schaffen. Zwischen diesen selbstständigen Einheiten werden Marktbeziehungen bestehen. Sie werden die frühere hierarchische Kontrolle ersetzen. Fünftens, wir werden Prozesse und Abläufe im Unternehmen entschlossen reformieren. Die Kunden erleben unser Unternehmen in der Form von Geschäftsabläufen. Ihr Inhalt sind Waren und Dienstleistungen. Deshalb übernehmen wir die volle Verantwortung für diese Prozesse vom Anfang bis zum Ende, von A bis Z. Ich möchte noch Folgendes hinzufügen. Wir werden in globalen Dimensionen, also international denken, und wir werden unsere Märkte lokal beliefern. Das heißt, wir als Deutsche mit einer 2000-jährigen Geschichte oder als Deutsche und Europäer müssen die Anforderungen und Besonderheiten anderer Märkte nicht nur respektieren, sondern müssen uns ihnen zielorientiert anpassen. Es gibt auch politische Gründe dafür, internationale Märkte mit Produkten zu beliefern, die dort auch hergestellt werden. Den Menschen Arbeit zu geben, war schon immer das beste Mittel, politische und soziale Stabilität zu gewährleisten. Guten Abend, liebe Hörer, hier ist wieder Ulf Winter mit seinem Themenabend. Heute wollen wir über Märchen sprechen. Wir alle haben in unserer Kindheit Märchen gelesen oder die Erwachsenen haben sie uns vorgelesen. Welche Erfahrungen mit Märchen haben Sie? Rufen Sie uns an und berichten Sie. Da ist auch schon der erste Anrufer. Guten Abend, darf ich fragen, wie Sie heißen? Mein Name ist Maria Marinetti. Guten Abend, Frau Marinetti. Was wollen Sie uns über Märchen erzählen? Ich komme aus Italien und lebe seit 16 Jahren in Deutschland. Mein Mann ist Deutscher, deshalb lebe ich hier. Ich habe schon als Kind in Italien gerne Märchen gehört oder gelesen. Aus Italien und aus anderen Ländern. Unsere Kinder sind hier in Deutschland geboren und aufgewachsen. Und als sie klein waren, haben sie viele Märchen auf Deutsch durch Freunde und im Kindergarten kennengelernt.
Ich habe dann ein Märchenbuch auf Deutsch gekauft und ihnen die Märchen vorgelesen. Das war schön für die Kinder und auch gut für mich, denn die Märchen haben mir geholfen, besser Deutsch zu lernen. Vielen Dank, Frau Marinetti. Mit wem spreche ich jetzt? Guten Abend, hier ist Lukas Zimmermann. Was können Sie uns zum Thema Märchen sagen? Meine Eltern haben mir nie Märchen vorgelesen, aber meine ältere Schwester. Ich habe das geliebt. Als ich in die Schule kam, habe ich angefangen, selbst Märchen zu lesen. Lesen Sie auch heute noch Märchen? Ja, ich finde sie auch heute noch sehr interessant, denn man kann aus ihnen viel über das Leben lernen. Zum Beispiel geht es in Märchen oft um Fragen wie, was bedeutet Glück? Oder was ist wichtig im Leben? Das sind doch ganz wichtige Fragen. Ich habe viele Märchenbücher in meinem Bücherregal. Nicht nur die Märchen der Gebrüder Grimm, sondern auch Märchen aus anderen Kulturen. Die finde ich besonders spannend. Wir von Radio 5 haben eine Straßenumfrage gemacht und wollten wissen, welche politischen Themen die Bürger besonders wichtig finden. Herr Stein, 52 Jahre, sagt: Mir persönlich geht es sehr gut, aber ich denke, dass in Deutschland viele Menschen in einer schwierigen sozialen Situation leben. Das bemerke ich auch in meinem Alltag. Zum Beispiel fühle ich mich leider nicht mehr sicher, wenn ich nachts und besonders am Wochenende mit der U-Bahn oder der S-Bahn fahre. Oft sind da Leute, die zu viel Alkohol getrunken oder Drogen genommen haben. Sie sind sehr laut, suchen Streit und manchmal machen sie auch die Sitze kaputt. Ich denke, man sieht daran, dass die Leute sehr unzufrieden sind. Die Politiker müssen etwas tun. Sie müssen Arbeits- und Ausbildungsplätze für alle schaffen und Menschen, die wenig verdienen, finanziell unterstützen. Wenn die Menschen genug Geld zum Leben und Arbeit haben, sind sie zufriedener und dann gibt es auch nicht so viele Probleme mit Drogen und Gewalt. Und Frau Ruf, 38 Jahre, sagte Folgendes: Meiner Meinung nach muss sich die Politik vor allem um den Schutz der Umwelt kümmern. Man tut schon viel, aber es ist noch lange nicht genug. Außerdem muss unser Bildungssystem besser werden. Man sollte mehr dafür tun, dass die Kinder in der Schule die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben. Es ist wichtig, dass alle Kinder einen Schulabschluss machen und dass die Jugendlichen dann auch eine Ausbildung oder einen Studienplatz bekommen. Wichtig ist auch die Unterstützung der Familien. Zum Beispiel sollte es bessere Angebote für Kinderbetreuung geben. Wir brauchen dringend mehr Betreuungsplätze und flexiblere Betreuungszeiten. Frau Hallmann, Sie sind in einem kleinen Dorf aufgewachsen und wohnen auch heute noch auf dem Land. Gefällt Ihnen das Leben auf dem Land besser als in der Stadt? Ja, auf jeden Fall. Es würde mir nicht gefallen, in einer großen Stadt zu wohnen. Ich wohne nicht weit von Hannover und diese Stadt, die etwa 500.000 Einwohner hat, wäre für mich viel zu groß und zu laut, um dort zu wohnen. Ich liebe die Ruhe und die Nähe zur Natur. Das ist mir wichtiger als ein großes Kulturangebot oder gute Einkaufsmöglichkeiten. Außerdem haben wir hier eine sehr gute Nachbarschaft. Alle im Dorf kennen und helfen sich. In der Stadt ist es viel schwieriger, die Nachbarn kennenzulernen. Bei Ihnen ist es ganz anders, Herr Heckel. Sie haben mit Ihrer Frau einige Jahre in einem kleinen Dorf, etwa 40 Kilometer von Hannover entfernt gewohnt, sind nun aber wieder nach Hannover gezogen. Warum? Meine Frau und ich hatten einen alten Bauernhof gekauft, weil wir dachten, dass uns das Landleben gefallen könnte und ganz romantisch wäre. Zuerst war auch alles gut. Es war ruhiger als in der Stadt, es gab sehr wenig Autoverkehr und die Landschaft war sehr schön. Aber dann wurde es doch langweilig. Natürlich konnten wir sehr gut im Wald spazieren gehen, aber es gab keine Kulturangebote und wir haben eine Stunde gebraucht, um zum Beispiel in Hannover ins Theater zu gehen. Außerdem waren keine Supermärkte und andere Geschäfte in der Nähe. Das hat uns sehr gestört, weil wir immer das Auto benutzen mussten. Ich bin froh, dass wir jetzt wieder in Hannover wohnen. Herr Jonas, Sie sind jetzt 52 Jahre alt. Meinen Sie, dass Ihre Kindheit anders war als bei den Kindern von heute? Ja, da bin ich ganz sicher. Wir haben noch mit ganz anderen Sachen gespielt als die Kinder heute. Und wir haben sehr oft draußen gespielt. Kinder spielen heute viel seltener auf der Straße als früher.
In meiner Kindheit gab es noch keine moderne Elektronik. Playstations, Gameboys und Computer kannten wir nicht. Ich glaube auch, dass wir als Kinder früher mehr Bücher gelesen und mehr Radio gehört haben. Radio? Ja, nach der Schule habe ich oft das Radio angemacht, um das Kinderprogramm zu hören. Heute schalten viele Kinder nach der Schule den Fernseher an. Hatten Sie Fernsehen? Meine Eltern hatten einen Fernseher, aber es gab nur drei Programme. Ich erinnere mich noch, dass das Bild schwarz-weiß war. Der Samstagabend war bei uns, wie in vielen Familien, immer der große Fernsehabend. Und am Montag war das Programm vom Samstag dann oft ein wichtiges Thema auf dem Schulhof. Heute gibt es viel mehr Programme und die Kinder schauen selten gemeinsam mit den Eltern fern. Viele haben einen eigenen Fernseher im Kinderzimmer. Glauben Sie, dass Kinder heute mehr fernsehen als Sie in Ihrer Kindheit? Ja, die Kinder sehen heute sicher mehr fern. Wir hatten ganz strenge Fernsehzeiten. Samstagabend, wie ich schon gesagt habe, und dann durften wir dreimal in der Woche nachmittags das Kinderprogramm sehen. Ich glaube aber, dass das Fernsehen wegen des Internets, der Computerspiele und der anderen modernen Sachen für die Kinder heute weniger wichtig ist als für uns früher. Welche Unterschiede gibt es noch? Ich denke, dass auch die Erziehung anders geworden ist. Meine Eltern waren viel strenger, als ich zu meinen Kindern bin. Auch in der Grundschule waren die Lehrer ziemlich streng, ganz sicher strenger als heute. Auf dem Gymnasium war es dann lockerer. Sehen Sie außerdem noch Unterschiede? Heute lernen die Kinder in der Schule anders. Sie benutzen Computer und das Internet, um ihre Hausaufgaben zu machen. Sie schicken ihren Lehrern die Hausaufgaben per E-Mail. Wir mussten alles ganz ordentlich mit der Hand schreiben und im Unterricht abgeben. Möchten Sie heute noch einmal Kind sein? Warum? Meine Kindheit war sehr schön. Auch heute kann die Kindheit sicher schön sein, aber ich möchte nicht tauschen. Vielen Dank für das Gespräch. Gern geschehen. Und bis wann müsst ihr euch entscheiden? Wir haben eine Option bis 30. April. Ich sehe die Sache eigentlich positiv. Kurt auch. Die Geschäftslage ist gut und wird von Jahr zu Jahr besser, wenn hier überall gebaut wird. Und hier wird gebaut, das ist sicher. Ich habe den Stadtentwicklungsplan eingesehen. Und wann ist das fertig? Ich meine, wirklich fertig, bezugsfertig, verstehst du? Tja, das ist so eine Sache. Der offizielle Termin ist der 30. Juni. Aber die Innenwände und Türen müssen dann noch nach den Wünschen der Mieter aufgestellt werden. Die Beleuchtung muss installiert werden und. Das hängt davon ab, was der Mieter mit dem Objekt machen will. Wenn Kurt und ich sehr früh wissen, was wir genau wollen, kann das alles noch in der Bauzeit erledigt werden. Oder sagen wir, bis Mitte Juli. Dann kommt die Einrichtung, also Geschäftseröffnung nach der Sommerpause, Mitte August, Anfang September oder so. Hatten Sie noch einen Wunsch? Nun, Julia, zur Feier des Tages wollte ich dich zur besten Apfeltorte Dresdens einladen. Was sagst du jetzt? Ich sage besten Dank, aber bitte mit Sahne. Okay. Zweimal Apfeltorte, einmal mit und einmal ohne Sahne, bitte. Sehr gerne, danke. Wie ich sehe, müsst ihr beide erstmal genau wissen, was ihr wollt. Dann geht es schneller. Das wissen wir, aber sieh mal... Ist eigentlich das Ladenlokal links neben euren beiden Einheiten noch frei? Es hat sich noch kein Interessent gemeldet, aber das kommt noch. Nun, pass mal auf. Das sind die zwei Einheiten, die euch interessieren. Die rechte Einheit ist 12 Meter breit. So, die linke auch 12 Meter. Stimmt doch, ja, oder? Ja, stimmt ungefähr. Jetzt nehme ich hier links die Einheit dazu, 12 Meter wie die rechte da. Achtung, jetzt kommt's. Du hast also jetzt drei Einheiten. Hier rechts, das wird das Bürofachgeschäft. In der Mitte, das wird das Schreibwarengeschäft. Und weißt du, was das da links wird? Ich nehme an, das wird die Konzernzentrale, wie ich dich kenne. Ganz falsch. Das wird die Abteilung Büromöbel. Davon hast du doch immer geträumt. Schau mal, das ist ideal.
Hier im Frontbereich des Schreibwarenmarktes die Kasse, direkt am Haupteingang. Die beiden anderen Abteilungen haben nur einen Eingang mit automatischer Öffnung. Die Leute können also durch drei Türen reinkommen, aber nur durch eine Tür rausgehen. Die Trennwände zwischen den drei Geschäftsbereichen sind aus Glaselementen. Die Kunden sollen sehen, was es nebenan noch Schönes gibt. Wer das Geschäft verlassen will, muss durch den ganzen Schreibwarenmarkt gehen und an der Kasse vorbei. Deshalb befinden sich die Durchgänge zwischen den drei Geschäften ganz im hinteren Bereich. Siehst du, wenn wir die Verbindungswege geschickt legen, also da hinten hin, dann muss der Kunde immer durch euren ganzen Schreibwarenladen laufen. Und dabei wird noch das eine oder andere gekauft. Die hintere Wand wird auch zum Teil aus Glaselementen gemacht, sodass man von den Büroeinheiten in die Geschäftsräume und von den Geschäftsräumen in die Büros sehen kann. Das gibt einen Eindruck von Größe, das gibt Licht, das macht die ganze Sache freundlich. Da hinten, links hinter der Glaswand, haben wir ein Kundenbüro für Besprechungen mit Großkunden. Oder wollt ihr keine Großkunden? Doch, doch, die sind uns am liebsten. Na also, wo sind wir stehen geblieben? Ach ja, Kundenbüro. Und direkt neben dem Kundenbüro haben wir hier Kundentoilette und die Personaltoilette. Außerdem eine kleine Teeküche. All das legen wir in den Bereich hinter die Geschäftsräume und rechts liegen die Büroräume. Sieh mal, das gibt noch zwei schöne Büros für die Buchhaltung, für den Einkauf. Ja, das weißt du ja selbst. Und ganz da hinten ist das Lager und links vom Lager, na, was sagst du? Hier bitte mal mit für die Laderampe sein. Na, was sagst du? Hier bitte zwei Damen. Ja, ja. Dann für die Damen. Ja, ja, danke sehr. Dann für den Herrn. Recht so? Ja, ja, danke sehr. Tja, Julchen, das hast du dir aber gut ausgedacht. Und wer soll das bezahlen? Die wichtigste Frage ist doch nicht, was kostet das, sondern was bringt das? Das Geld kriegen wir von der Bank, wenn wir wollen. Aber die Frage ist, welche Konditionen kriegen wir? Wir haben nicht sehr viel Kapital. Vielleicht beteiligt sich eine Schwester von Kurt. Die wohnt in Rostock und ist jetzt schon an seinem Schreibwarengeschäft beteiligt. Du könntest mit Vater reden. Vielleicht beteiligt er sich. Oder ich mal vorsichtig fragen. Über das auch noch beispielsweise Mietpreis. Wenn Vater beispielsweise für ein Jahr, wenn Vater beispielsweise eine Miete Bürgerung, die Zahlung, also ich sage nur mal so eine Idee. Das ist doch für den Vermieter auch interessant. Zwei Cappuccino und zweimal Käsetorte. Oh, Entschuldigung, das ist nicht für Sie. Bitte sehr, das macht nichts. Weißt du, Julia, über eine Beteiligung von Vater habe ich auch schon nachgedacht. Wir müssten eine Gesellschaft gründen. Eine GmbH könnte in Frage kommen. Kurt und ich wären die Gesellschafter. Und Vater könnte sich auch beteiligen. Und dann ist da noch Kurts Schwester, weißt du, die aus Rostock, die mit dem Arzt verheiratet ja, ist. Ja, genau. Und wenn du eine gute Verkäuferin brauchst, dann nimmst du einfach mich, ne? Hey Tim, schau mal, da sind wieder die Mädels von gestern. Ja? Und? Hey, hallo! Jetzt reicht es aber. Lass doch den Quatsch, Niklas. Oh Gott, Lena. Was ist denn mir? Guck mal, wer da kommt. Die Elektronika. Wow, cool. Hi, na, wie geht's? Passt schon. Na, habt ihr gestern noch ein Elektronikgeschäft gefunden? Was geht dich das an? Ja, wir haben ein Geschäft gefunden. Im Zentrum. Na prima. Leider war es geschlossen. Na, so ein Pech. Tja, wir hatten wirklich Pech. Der Laden wird seit vorgestern umgebaut und ist erst am Montag wieder geöffnet. Nein, oh Mann, das ist ja voll stressig. Tja, das Geschäft wird gerade gestrichen. Da wird fleißig gearbeitet. Genau wie bei dir zu Hause, stimmt's? Bei mir zu Hause? Hä, wie meinst du denn das? Naja, dein Badezimmer wird doch auch umgebaut und gestrichen, oder? So, und woher weißt du das? Warst du vielleicht bei Lena zu Hause, oder was? Sie hatte gestern ein oranges T-Shirt an, richtig? Richtig. Und auf ihrem T-Shirt waren weiße Farbflecken. Auch richtig. Und in ihrem Rucksack war ein nasses Handtuch und eine Shampooflasche. Schon wieder richtig. Sie hat also nicht zu Hause geduscht und die Haare gewaschen. Na und? Vielleicht war sie ja auch im Schwimmbad. Ohne Bikini? Das glaubst ja auch nur du, oder? Ach, lass mich doch in Ruhe. Gerne. Wir müssen sowieso weiter. Ach, schade. Ja, so ein Pech.
Tschüss. Tschüss, Tim. Nicht böse sein, Mia. Er ist halt so. Weißt du, er ist ein Genie. Niklas. Also, tschüss. 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 Sag mal, wird bei euch wirklich das Bad neu gemacht? Nein. Ein Genie? Aber die Küche bei meiner Cousine. Ich habe ihr gestern geholfen und danach bei ihr geduscht. Echt? Gar nicht so dumm, der Elektroniker. Möchte ich Sie noch einmal herzlich willkommen heißen hier bei uns in Radolfzell. Mein Name ist Kaiser. Ich bin hier in der Personalabteilung für die Aus- und Fortbildung zuständig. Vielen Dank, Frau Kaiser. Auf diesen Moment habe ich mich seit vielen Monaten gefreut. Ich bin sehr froh darüber, dass ich einige Monate bei Ihnen zu Gast sein darf. Ich hoffe, dass meine Mitarbeit hier nützlich für das Werk in Isando ist. Ich hoffe aber auch, dass ich mich hier in Radolfzell nützlich machen kann. Das wäre für beide Seiten am besten. Wir werden alles tun, damit sich Ihre Erwartungen erfüllen. Deshalb möchte ich mit Ihnen auch über das Programm sprechen, das wir für Sie ausgearbeitet haben. Ja, ich habe gesehen, dass Sie sich viel Mühe gemacht haben. Den Plan finde ich sehr gut. Das freut mich. Aber vielleicht gehen wir ihn doch kurz zusammen durch. Ja, natürlich. Gern. Also, heute, am Freitag, wollen wir Ihnen noch ein bisschen Zeit lassen, sich einzuleben. Ich mache Sie später mit einigen Mitarbeitern bekannt, mit denen Sie in den kommenden Monaten zusammenarbeiten. Danach geht unsere Frau Wunder kurz mit Ihnen durch die Stadt und zeigt Ihnen, was für Sie wichtig ist. Geschäfte, Rathaus, Post, Bank und so weiter. Das kann man hier ja alles in 4 bis 5 Minuten zu Fuß erreichen. Dann habe ich ja heute noch Zeit für einen Spaziergang am Bodensee. Aber sicher. Und am Wochenende auch. Montag geht es dann los. Dann beginnt der Ernst des Lebens. Wir haben gedacht, dass Sie mit einem kurzen Aufenthalt in unserer Verwaltung beginnen sollten. Personalabteilung, Rechnungswesen, Buchhaltung, Finanzen. Das ist natürlich nicht Ihr Interessenschwerpunkt, aber hier bekommen Sie einen guten Überblick über die Abläufe im Unternehmen. Hier laufen ja viele Fäden zusammen. Was meinen Sie? Ich bin ganz einverstanden. Das sind sicher 10 nützliche Tage. Schön. Nach dem 16. Mai würde dann der erste Schwerpunkt Ihres Praktikums in der Auftragslogistik beginnen. Die Auftragslogistik kümmert sich vom Auftragseingang bis zur Auslieferung darum, dass die Kunden pünktlich bekommen, was sie bestellt haben. Sie sollen dort möglichst an einem laufenden Projekt mitarbeiten, wenn es geht vom Anfang bis zum Ende. Projekt? Also an der Entwicklung? Nein, nein, in die Entwicklungsabteilung kommen Sie später. Als Projekt bezeichnen wir die Bearbeitung eines Auftrags, wie gesagt von A bis Z. Dazu gehört auch, dass die sogenannte auftragsbezogene Konstruktion die Sonderwünsche des Kunden umsetzt. Da haben Sie recht, aber das ist eben nicht alles. Hier steht die Teamarbeit im Vordergrund. Herr Blank koordiniert das Auftragsbearbeitungsteam 1. Den stelle ich Ihnen nachher vor. Ich verstehe. Genau das interessiert mich. Darauf bin ich schon sehr gespannt. Am 16. Juni sollen Sie dann in den Vertrieb wechseln. Hier ist Herr Braun Ihr Ansprechpartner. Er leitet den Verkauf unserer Schraubenspindelpumpen im Ausland. Der Vertrieb nimmt Kontakt mit Interessenten auf, berät sie und arbeitet die Angebote aus. Die Bemühungen des Vertriebs gehen also eigentlich der Tätigkeit in der Auftragslogistik voraus. Ingenieure und Kaufleute arbeiten hier Hand in Hand. Sie sollen ja später in Isando auch im Vertrieb mitarbeiten, oder? Ja, genau. Das ist auch ein Grund dafür, dass ich jetzt bei Ihnen bin. Ich sehe, dass ich da fast einen Monat bleibe. Ja, vom 16.06. bis zum 11.07. Der Geschäftsbereich Schraubenspindelpumpen ist sicher der richtige Platz zur Vorbereitung auf Ihre zukünftigen Aufgaben. Der entwickelt sich sehr dynamisch. Und Sie vertreiben unsere Modellreihen ja auch auf dem südafrikanischen Markt. Ja, und deshalb ist es auch wichtig, dass ich mich in diesem Bereich intensiv einarbeiten kann. Am 14. Juli gehen Sie dann in die Forschung und Entwicklung und die auftragsbezogene Konstruktion steht auch wieder auf dem Programm. Für die Zeit vom 14. Juli bis zum 14. August haben wir also besonders an Ihre technischen Interessen gedacht. Und hier müssen Sie sicher voll einsteigen.
Hier geht es um mehr als Zugucken und Aushelfen. Die Kollegen haben mir gesagt, dass das richtige Arbeit wird. Das finde ich gut. Das gefällt mir. Umso besser. Im darauf folgenden Monat geht es dann wieder um Technik. Da gehen Sie nämlich zu Herrn Engelmann in den Kundendienst. Nur schade, dass ich dann schon bald wieder ans Kofferpacken denken muss. Ah, noch nicht ganz. In der zweiten Septemberhälfte wollen wir Sie noch in die Qualitätssicherung stecken, die bei uns den gesamten Fertigungs- und Montageablauf überwacht. Da lernen Sie die verschiedenen Kontrollen und Probeläufe, Standards und Normen kennen und Sie arbeiten im Prüffeld mit. Dafür möchte ich mich besonders bedanken. Schön, dass Sie daran gedacht haben. Ich war froh, als ich das auf dem Plan gelesen habe. Was meinen Sie? Könnte man diesen Teil vielleicht noch etwas verlängern? Das kann man überlegen. Wir wollen ja auch, dass Sie genug Zeit haben und nicht von Abteilung zu Abteilung hetzen. Wir wollen auf keinen Fall zu viele Punkte ins Programm packen. Zum Beispiel haben wir gar keinen Aufenthalt im Betrieb vorgesehen, also in der Fertigung, in der Montage und der Instandhaltung. Auch der gesamte Bereich Warenverkehr, Einkauf, Lager, Versand ist rausgefallen. Ja, das stimmt. Wir könnten ja eventuell die Zahl der Programmpunkte verringern, damit Ihre besonderen Interessen noch besser berücksichtigt werden können. Wir könnten den Besuch im Vertriebsbüro Hamburg streichen. Den hatten wir vom 1. bis zum 16. Oktober vorgesehen. Oder Ihren Urlaub vor der Heimreise. Sie haben ja Anspruch auf 14 Tage Urlaub. Sollen wir die streichen? Ha, warum nicht? Aber lassen wir doch im Moment alles so, wie es ist. Ich verstehe Sie so, dass wir das Programm auch später noch ändern können, wenn es nützlich sein sollte. Ich finde, im Augenblick haben Sie alles perfekt geplant. Vielen Dank dafür. Ich bin wirklich gespannt, was die kommenden Monate bringen. Mahlzeit. Hallo. Schmeckt das Essen nicht oder warum isst du nichts, Ali? Ich habe keinen Appetit. Geht es dir nicht gut? Ach, ich weiß nicht. Ich finde es gut, dass wir demonstrieren, aber ich habe Angst, dass Matson das Werk trotzdem schließt. Die Verhandlungen zwischen dem Betriebsrat und der Geschäftsleitung haben bestimmt keinen Erfolg. Sei nicht so pessimistisch. Ich bin sicher, dass die Vertreter des Betriebsrates und die Geschäftsleitung einen Kompromiss finden. Außerdem sind wir noch jung. Wenn Matson das Werk schließt und wir arbeitslos werden, finden wir sicher eine neue Stelle. Ja, das stimmt schon. Aber ich arbeite gern hier und mag meine Kollegen. Das alles möchte ich nicht verlieren. So fühlen wir uns alle. Aber Angst haben hilft uns nicht weiter. Wir sollten kämpfen, damit wir unsere Arbeit nicht verlieren. Ich finde es gut, dass der Betriebsrat mit Streik gedroht hat. Das Werk darf nicht schließen. Nicht nur für uns Mitarbeiter, auch für die Stadt ist das sehr wichtig. Die Stadt braucht die Steuern, die Matson zahlt. Ohne Matson hat Unterrode keine Zukunft. Eva, die große Kämpferin. Aber du hast natürlich recht mit dem, was du sagst. Ich finde es auch gut, dass der Betriebsrat mit Streik gedroht hat. Und es ist wahrscheinlich nicht gut, so pessimistisch zu sein. Genau. Noch haben wir ja eine Chance, dass das Werk hier bleibt. Hoffentlich hast du recht. Guten Tag. Ich habe gesehen, dass Sie besondere Kreditangebote für Existenzgründer haben. Ja. Was für ein Geschäft wollen Sie denn eröffnen? Meine Frau und ich möchten einen Taxiservice zu den Flughäfen anbieten. Haben Sie schon einen Geschäftsplan? Ja, ich habe ihn auch mitgebracht. Hier ist er. Vielen Dank. Wie viel Geld brauchen Sie denn? Wir brauchen insgesamt 100.000 Euro. 30.000 Euro haben wir gespart. Also 70.000 Euro Kredit. Ich weiß aber jetzt noch nicht, ob Sie den Kredit bekommen. Vorher muss ich Ihre Unterlagen genau ansehen. Wann bekommen wir Bescheid? Ich rufe Sie in den nächsten Tagen an. Herr Niemeyer, Sie arbeiten bei der Verbraucherzentrale Wiesbaden. Bei welchen Problemen kommen die Konsumenten zu Ihnen? Oft kommen sie, weil sie einen Vertrag für eine Ware oder Dienstleistung unterschrieben haben, die sie dann doch nicht haben wollen. Oder weil ein Produkt schnell kaputt gegangen ist.
Gestern hat zum Beispiel eine Frau angerufen, weil sie im Internet ein Smartphone bestellt hat, das dann nicht funktioniert hat. Sie war nicht sicher, ob sie das Gerät problemlos zurückschicken kann. Heute Vormittag war ein Mann hier, der ein Motorrad bestellt und auch schon bezahlt hatte, aber das Geschäft konnte es nicht liefern. Er brauchte Hilfe, weil er Probleme hatte, sein Geld zurückzubekommen. Können Sie immer helfen? Wir können oft helfen, wenn die Leute etwas in Internetgeschäften oder anderen Geschäften gekauft haben und Probleme haben. Schwieriger ist es, wenn man etwas von einer Privatperson gekauft hat, zum Beispiel ein Fahrrad, denn dann gibt es in der Regel keine Garantie, wenn es schon nach wenigen Tagen kaputt geht. Guten Tag. Entschuldigen Sie, wenn ich in der Mittagspause störe. Ich bringe da eine Palette Kopierpapier. Ah ja. Nein, das macht nichts. Ich weiß Bescheid, dass Sie kommen. Gut, dass Sie da sind. Die Leute in der Buchhaltung warten schon auf das Papier. Moment, ich hole den Schlüssel. Die Tür dort ist zu. Alles klar. Ich fahr schon mal an die Rampe. So, diese Palette fahren wir in den Materialraum. Am Ende des Flures die letzte Tür links. Moment, ich gehe vor. Stellen Sie die Palette da links am Fenster ab. Oder gleich hier an der Tür. So ist es gut. Und die zweite Palette stellen wir auf den Flur. Das Papier brauchen wir heute Nachmittag in den Büros. Aber ich habe nur diese eine Palette. Was? Nur eine? Komisch. Frau Rosenberger hat notiert, zwei Paletten. Ja, aber ich bringe nur eine. Ich hatte nicht mehr Platz auf dem Wagen. Morgen oder übermorgen kommt ein Kollege mit dem Rest. Ach so, Herr Roland. Dann müssen Sie die Palette auf den Flur stellen. Die Leute brauchen das Papier. Gut, dann sagen Sie mir nur, wohin. Am besten dort neben den Fotokopierer. Ist es gut so? Ja, vielen Dank. Wo habe ich denn den Lieferschein? Ach ja, da ist er. Ich brauche noch Ihre Unterschrift. Hier ist ein Kugelschreiber. So, das wär's dann. Und wissen Sie denn, wann das genau kommt? Dann ist ja, also die Frau Rosenberger, ich habe ja mit der telefoniert. Aha. Die hat mir dann gesagt... So, hört mal bitte zu. Ruhe bitte. Psst. Ich erkläre euch jetzt das Haus und anschließend belegt ihr eure Zimmer. Wir sind hier am Haupteingang. Der Flur hier links führt zu den zwei Klassenzimmern und rechts ist der Speisesaal. Zwei Klassenzimmer? Warum denn zwei? Naja, ihr seid nicht allein hier. Es ist noch eine andere Klasse hier, eine achte, übrigens auch aus München. Wo ist unser Klassenzimmer? Unser Klassenzimmer ist hier vorn links. Und der Speisesaal? Theo, du denkst natürlich gleich wieder ans Essen. Der Speisesaal ist hier rechts. Hinten ist die Küche. Aber das zeige ich euch nochmal, wenn der Küchendienst beginnt. Was, Küchendienst? Klar, was denkst du denn? Wir sind doch nicht im Hotel. Küchendienst, so ein Quatsch. Die Treppe da hinten führt zu den Schlafzimmern. Die Mädchenschlafzimmer sind im ersten Stock, die Jungen sind ganz oben. Was, ganz oben? Die Mädchen müssen nur in den ersten Stock und wir in den zweiten. Mist. Nun hab dich nicht so. Ich denke, du bist so stark. Jetzt reicht's aber. Können wir eigentlich irgendwo Basketball spielen? Ja, draußen auf dem Spielplatz. Und Tischtennis? Auch draußen? Nein, der Tischtennisraum ist unten im Keller. Da ist übrigens eine Bibliothek und auch ein Spielzimmer für Schach und so weiter. Und eine Disco. Hey! Wow, super! Cool. Was? Wo? Wo ist eine Disco? Unten im Keller.
Noch eine Frage bitte. Machen wir eigentlich immer Unterricht im Klassenzimmer? Nein, wir bleiben drin, wenn wir die Tafel brauchen. Aber wir sehen zu, dass wir oft rausgehen. Draußen macht's mehr Spaß. So, und jetzt geht bitte auf euer Zimmer und macht eure Betten. Was? Betten machen? Ich habe noch nie in meinem Leben ein Bett selbst gemacht. Dann wird's aber Zeit. Gestern habe ich ein Video mit einem Radfahrer im Internet gesehen. Der ist 100 km/h gefahren. Absoluter Blödsinn. Das Video muss gefälscht sein. Nein, nein. Hinter dem Radfahrer fährt ein Auto. Und auf der Videoaufnahme sieht man den Tachometer des Autos. Es dürfte wirklich echt sein. Ganz sicher nicht. Die Aufnahme muss falsch sein. Was soll an so einem Video gefälscht sein? Erklär mir das. Naja, jemand könnte das Video mit dem Computer verändert haben. Das geht. Na klar. Ich habe einmal so ein Video gesehen. Da hat jemand eine Dose geschüttelt und sie dann aufgemacht. Und dann? Na, die Cola ist aus der Dose gespritzt. Total stark. Der Junge konnte die Dose fast nicht halten. Wahrscheinlich eine Spezial-Cola. Nein, nein. In Wirklichkeit hat der Junge gleichzeitig einen Gartenschlauch in der Hand gehalten. Und es hat aus dem Gartenschlauch gespritzt. Und den Schlauch hat man auf dem Video gar nicht gesehen? Nein, den hat er offenbar mit dem Computer aus dem Video gelöscht. Ich habe gehört, es soll ganz einfach sein. Weißt du, was uns letztens passiert ist? Nein, erzähl. Also, wir haben einen Nachbarn, der im Garten ein paar Hasen hat. Hasen? Ja. Für seine Kinder zum Spielen. Letzte Woche hatten meine Eltern Besuch. Als sie beim Abendessen waren, wollte der Hund hinaus, also haben wir ihn aus dem Haus gelassen. Als wir ihn aber nach einer Stunde wieder hereinlassen wollten, waren wir alle ziemlich erschrocken. Der Hund hat uns nämlich einen toten Hasen von den Nachbarn ins Haus gebracht. Was habt ihr dann gemacht? Habt ihr die Geschichte dem Nachbarn erzählt? Nein, wir haben gehofft, dass der gar nichts bemerkt hat. Ich habe den Hasen sauber gemacht, bin in den Garten des Nachbarn gegangen und habe ihn heimlich zurück in den Käfig gelegt. Die Kinder des Nachbarn waren sicher traurig, als sie den toten Hasen gefunden haben. Nein, überhaupt nicht. Am nächsten Tag haben sie mir ganz aufgeregt erzählt, dass bei ihnen etwas Seltsames passiert ist. Ein kleiner Hase ist vor einigen Tagen gestorben, haben sie gesagt, und sie haben ihn im Garten begraben. Aber nun, einige Tage später, liegt dieser Hase wieder in seinem Käfig. Das konnten sie sich überhaupt nicht erklären. Hast du ihnen dann die Geschichte erzählt? Nein, das habe ich lieber nicht gemacht. Hallo Peter! Lang nicht gesehen. Hattest du einen schönen Urlaub? Nein, ehrlich gesagt eher nicht. Meine Frau war krank. Sie hat über eine Woche mit Fieber und Grippe im Bett gelegen. Oh nein. Und das Hotelzimmer war nicht besonders schön. Es war schmutzig und ziemlich laut. Also gesund kann man da nicht werden. Ach Mensch, das tut mir leid. In der letzten Woche war sie dann fast wieder gesund. Aber viel gemacht haben wir nicht. Das Wetter war total schlecht. Es hat fast nur geregnet. Und zu kalt für die Jahreszeit war es auch noch. Oh nein, da hattet ihr ja richtig viel Pech. Ja, wir waren schon oft in Italien am Gardasee. Das Wetter war immer super. Nicht zu heiß, aber warm und sonnig. Doch dieses Jahr, meine Frau sagt, das war das letzte Mal. Sie fährt nie wieder nach Italien. Das kann ich gut verstehen. Aber wie war dein Urlaub? Du siehst gut aus. Ja. Wir hatten Glück. Unser Urlaub war einfach super. Das Wetter war wunderbar. Das Hotel auch. Und das Essen war total lecker. Und viele interessante Menschen haben wir auch getroffen. Also wenn du noch einen Tipp für den nächsten Urlaub brauchst, Portugal ist klasse. Also, ich kann dir da ganz viele Tipps geben. Oh, noch 10 Schachteln einräumen und ich muss um 6 Uhr bei Max sein. Ich werde wieder nicht pünktlich fertig. Es stört mich, wenn wir jeden Tag so lange arbeiten müssen.
Ach, ich hasse den Job. Warum machst du dauernd so lange Pausen? So wirst du nie pünktlich fertig. Das ist meine Sache. Mach du deine Arbeit. Sarah, du musst noch die Kalender an die Wand hängen und die Dosen ins Regal räumen. Lukas, stell die Flaschen in die Kisten. Wenn ihr fertig seid, könnt ihr gehen. Danke, Herr Huber. Das passt gut. Ich muss sowieso um 6 zu Hause sein. Ich muss... Ja, ja. Ist schon gut. So, zuerst die Kalender an die Wand hängen und jetzt die Dosen. Oh nein, Lukas! Was hast du gemacht? Ich? Das warst du! Was ist da los? Das war die Kleine! Ich bin fertig, Herr Huber. Ich muss weg. Tschüss, Sarah. Auf Wiedersehen, Herr Huber. Aber Herr Huber, ich... Kannst du nicht aufpassen? Alle Flaschen sind kaputt. Nein, das stimmt nicht. Ich... Natürlich stimmt das. Alle Flaschen sind kaputt. Das musst du natürlich bezahlen. Aber Herr Huber, wenn ich das bezahlen muss, habe ich den ganzen Monat umsonst gearbeitet. Mach das sauber. Ich habe jetzt keine Zeit. Da drüben warten Kunden. Guten Tag, Frau Hacker. Haben Sie alles? Ja, danke, Herr Huber. Der junge Mann, muss der jetzt die Flaschen alle bezahlen? Welcher junge Mann? Naja, da war doch gerade noch ein junger Mann. Der hat doch die Flaschen kaputt gemacht. Ein junger Mann, sagen Sie? Florian, was machst du da? Ich suche etwas für den Familienurlaub. Aha, wohin wollt ihr fahren? Papa möchte nach Italien, Mama möchte zum Waldsee. Ich suche jetzt Hotels im Internet. Aber da, schau, da habe ich eine andere Internetseite. Verrückte Reisen. Die Urlaube sind wirklich cool. Mount Everest Expedition. 71 Tage. Pro Person 40.000 Euro. Das meinst du nicht ernst? Ja, ich weiß. Ist nur Spaß. Wie sagt man? Eine Reise im Kopf. Aber Florian Steiner mit Familie auf dem Mount Everest? Das klingt doch gut, oder? Du bekommst doch eine Postkarte. Da gibt es noch etwas. Schau. Bitte sehr, unser Sonderangebot. Für 20 Millionen Euro zur internationalen Raumstation. Kinder unter 15 Jahren zahlen den halben Preis. Ach nein, vielen Dank, nein, danke. Das nehme ich doch nicht. Ich habe ein bisschen Flugangst und ich brauche frische Luft. Dann passt vielleicht das hier. Mit der Queen Victoria in 99 Tagen um die Welt. Das kostet nur 300.000 Euro pro Person. Nein, das habe ich schon gemacht, aber da waren viel zu viele Menschen auf dem Schiff. Das Schiff war viel zu klein. Na dann vielleicht doch Italien. Vielleicht das Hotel Angelo in Bibione. 80 Euro Vollpension für 2 Personen. Kann ich bitte die Marmelade haben? Ja, bitte. Heute ist der 20. September. Hurra! Oh, oh mein Kopf. Heinzi. Guten Morgen. Oh. So, hast du etwa einen Kater? Und was für einen? Oh, aber das ist mir egal. Heute ist der 20. und alles ist gut. Weißt du auch, wem du das verdankst? Ja, dem Bier und dem Schnaps. Durch meinen Rausch habe ich den letzten Anmeldetermin fürs Examen verpasst. Ich bin exmatrikuliert. Ich brauche nie mehr in die Uni. Der Albtraum ist vorbei. Blackout nennt man sowas. Kannst du dich nicht mehr an gestern erinnern? An gestern Abend? An gestern schon, aber an den Abend? Was war denn da? Oh, hier, lies. Hm. Anmeldung zum Staatsexamen, persönlich erschienen, ist hiermit zum ersten Staatsexamen angemeldet. Stempel, Unterschrift? Ich werd verrückt. So kurz vor der Prüfung? Bitte nicht. Oh. Willkommen im automatischen Frachtauskunftssystem der Lufthansa Cargo. Für Informationen zu einer Sendung drücken Sie bitte die 1. Für aktuelle Abflugs- und Ankunftsinformationen die 2. Bitte geben Sie die Frachtbriefnummer ein und beenden Sie die Eingabe mit der Gittertaste. Einen Moment bitte.
Die eingegebene Frachtbriefnummer ist uns nicht bekannt. Bitte geben Sie die 11-stellige Frachtbriefnummer nochmals ein und beenden Sie Ihre Eingabe mit der Gittertaste. Einen Moment bitte. Ihre Sendung ist am 31. August um 13.10 Uhr in New York mit Lufthansa-Flug LH404 angekommen und wurde am 2. September von Spedition Schenker, New York, übernommen. Eine Stadt in idyllischer Umgebung, im äußersten Süden Deutschlands. Sind das gute Bedingungen für einen attraktiven Wirtschaftsstandort? Aber sicher, warum denn nicht? Radolfzell liegt zwar am südlichen Rand der Bundesrepublik, aber es liegt im Zentrum der Euroregion Deutschland, Schweiz, Österreich, Frankreich. Es ist verkehrsmäßig hervorragend erschlossen, per Auto, Bahn und Flugzeug sehr gut zu erreichen. Stuttgart, Zürich und Friedrichshafen bieten ausgezeichnete nationale und internationale Flugverbindungen. Wir haben eine gesunde, diversifizierte, mittelständisch und handwerklich geprägte Wirtschaftsstruktur. Unternehmergeist, Innovationsfreude und Flexibilität haben hier eine lange Tradition. Denken Sie nur an den Pumpenhersteller Allweiler. Wegweisende Erfindungen haben dieses Unternehmen groß gemacht. Seit über 130 Jahren operiert es von Radolfzell aus und ist heute ein weltweit bedeutendes Unternehmen, das ungefähr die Hälfte seines Umsatzes im Ausland macht. Woran denken Sie, wenn Sie von den gewerblichen Traditionen im Bodenseeraum und insbesondere in Radolfzell sprechen? Nun, der größte Arbeitgeber am Ort ist die Schießer AG, ein bedeutendes Unternehmen der Textilindustrie. Schießer ist der größte europäische Wäschehersteller. Das Stammhaus in unserer Stadt hat den Ruf Radolfzells als ein Zentrum der Textilindustrie begründet. In der Leder-, Textil- und Bekleidungsindustrie arbeiten 2000 Radolfzeller. Außerdem ist der Maschinenbau bei uns vertreten, der seit jeher einen Schwerpunkt in Süddeutschland und besonders bei uns in Baden-Württemberg hat. Auf Allweiler habe ich ja schon hingewiesen, das ist im Maschinenbau die Nummer 1 in Radolfzell. Mit der Firma TRW Fahrzeugelektrik GmbH ist ein internationaler Autozulieferer in Radolfzell vertreten, der viertgrößte weltweit. Damit haben wir bei uns ein bedeutendes Unternehmen der Elektroindustrie. Die Radolfzeller Niederlassung liefert elektrische und elektronische Komponenten an die Automobilindustrie, von ferngesteuerten schlüssellosen Schließanlagen bis zu multifunktionalen Instrumenten fürs Armaturenbrett. Aber das Fundament sind nicht nur die großen. Insgesamt haben wir 215 Betriebe des verarbeitenden Gewerbes. Dort sind 6000 Menschen beschäftigt. Gerade die kleineren Betriebe sind charakteristisch und wichtig für unsere Struktur. Immerhin, allein etwa 2000 von den 6000 arbeiten in der Textil- und Bekleidungsindustrie, sagten Sie, also in einer Branche, die als Problembereich gilt. Hier wurden doch in den vergangenen Jahren die meisten Arbeitsplätze in Länder verlagert, in denen Arbeit weniger als in Deutschland kostet. Wie sieht es denn auf dem Arbeitsmarkt aus? Wie hoch ist die Arbeitslosigkeit? Wie ich schon gesagt habe, bei uns gibt es keine einseitigen Abhängigkeiten von einem einzigen Wirtschaftszweig. Wir haben keine wirtschaftliche Monostruktur. Zum Beispiel haben wir auch bedeutende Unternehmen der Lebensmittelindustrie in der Region und auch in Radolfzell selbst. Die Weltfirma Maggi in Singen zum Beispiel ist auch für unsere Stadt ein wichtiger Arbeitgeber. Diese diversifizierte Struktur hat uns in den vergangenen Jahren vor hoher Arbeitslosigkeit bewahrt. Aber natürlich mussten auch gerade unsere großen Arbeitgeber schmerzhafte Strukturanpassungen vornehmen, die Arbeitsplätze gekostet haben. Im Kreis Konstanz liegt die Arbeitslosenquote heute zwischen 8 und 9%. Immerhin liegen wir damit noch deutlich unterm Bundesdurchschnitt. Aber natürlich sind wir nicht zufrieden. Eine ganz andere Frage. Radolfzell wird auch gern als Bundeshauptstadt für Natur- und Umweltschutz bezeichnet. Was ist damit gemeint? Radolfzell war und ist ein Vorreiter bei Natur- und Umweltschutzaktivitäten. Schon in den frühen 80er Jahren haben wir damit begonnen, unsere Innenstadt autofrei zu machen. Heute sind diesem Beispiel viele Kommunen gefolgt.
Wir erhalten und erweitern die zum Teil einzigartigen Natur- und Landschaftsräume in und um Radolfzell. Wir investieren ständig in Maßnahmen zur Renaturierung unseres Seeufers und wir leisten uns ein eigenes städtisches Umweltamt. Aber passt das zusammen? Umwelt- und Naturschutz auf der einen Seite, Wirtschaftsförderung auf der anderen Seite. Geht nicht das eine auf Kosten des anderen? Das passt sehr gut zusammen, jedenfalls bei uns in Radolfzell, und zwar aus verschiedenen Gründen. Erstens hat sich bei uns die Industrie zusammen mit der Stadt entwickelt. Die Stadt braucht ihre Unternehmen und die Unternehmen brauchen eine intakte Stadt, in der und für die es sich lohnt zu arbeiten, die eine gesunde Grundlage für Investitionen in Anlagen, Maschinen und nicht zuletzt ins Personal bietet. Gerade die größeren Unternehmen arbeiten in Sachen Umweltschutz eng mit der Stadt zusammen und leisten einen aktiven Beitrag. Zweitens brauchen wir den Umweltschutz, wenn Radolfzell weiterhin ein wichtiger Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Tourismus bleiben will. Jährlich haben wir ca. 270.000 Übernachtungen in Hotels, Privatunterkünften und in der bekannten medizinischen Rehabilitationseinrichtung Mettnau Kur. Dort werden Herz- und Kreislaufpatienten behandelt. Diesen wichtigen Wirtschaftsfaktor wollen wir nicht verlieren. Eine intakte Umwelt ist dabei unser wichtigstes Kapital. Und drittens, wir meinen, Umweltinvestitionen schaffen die Märkte und Arbeitsplätze von morgen. Die Stadt Radolfzell fördert zum Beispiel die Installation von privaten Solaranlagen, also die Nutzung von Sonnenenergie für Warmwasser, elektrischen Strom und Heizung in Privathäusern. Eine Reihe von mittelständischen und Handwerksbetrieben sind inzwischen in diesem Bereich erfolgreich tätig. Zurzeit führen wir ein Pilotprojekt Ökologisches Bauen durch. Auch davon erwarten wir wichtige Impulse. Sie haben von Förderprogrammen und Hilfen gesprochen. Wie können Sie Firmengründern und Investoren, die sich bei Ihnen niederlassen wollen, außerdem noch helfen? Wir sind gerade dabei, unser Stadtmarketing weiterzuentwickeln. Aber schon heute finden Investoren bei uns jede Hilfe. Wir weisen Gewerbegrundstücke zu günstigen Preisen aus. Wir öffnen die Türen zu den richtigen Ansprechpartnern in den Behörden, wenn es um Firmengründung und Bau von Betriebsanlagen geht. Und wir haben das Glück, dass das Land Baden-Württemberg attraktive Förderprogramme für Existenzgründer und Investoren zu bieten hat. Hier haben wir ein deutliches Plus gegenüber anderen Bundesländern. Auch in dieser Richtung beraten wir jeden Interessenten. Vielen Dank für das Gespräch. Wir befinden uns in Germering, einer kleinen Stadt direkt vor den Toren von München. Auch hier gibt es eine Volkshochschule und heute ist Einschreibetermin für das Frühjahrssemester. Der Andrang ist gewaltig. An den Schaltern haben sich lange Schlangen gebildet. Wir fragen jetzt einfach mal einige Leute, warum sie heute hier sind. Ich will einen Rhetorikkurs machen, damit das, was ich sagen will, auch wirklich rüberkommt, verstehen Sie? Ich habe nämlich oft gute Ideen, aber was nützt mir das, wenn ich sie dann nicht richtig ausdrücken kann? Bei uns in der Firma setzen sich oft die größten Idioten durch, nur weil sie besser reden können. Ich hoffe, der Kurs bringt mir was. Ich möchte endlich Italienisch lernen. Nicht perfekt, nur so viel, dass ich mich im Urlaub verständigen kann. Ich hab's schon mit einem Selbstlernkurs versucht. Aber so ganz allein lernen, das klappt bei mir einfach nicht. Hier in der VHS habe ich meine Gruppe, meinen festen Termin und einen Lehrer, den ich fragen kann, wenn ich mal was nicht verstehe. Warum ich hier bin? Tja, ich bin zurzeit leider arbeitslos. Darum mache ich jetzt eine Computerfortbildung, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, was man halt so braucht heutzutage. Ich hoffe, dass das meine Chancen auf einen Job erhöht. Eigentlich hätte ich sowas schon vor Jahren machen sollen. Wenn Sie meine Verspannungen hätten, würden Sie mich das jetzt nicht fragen. Es ist furchtbar. Mein Rücken, mein Nacken, sogar meine Beinmuskulatur. Alles ist völlig verkrampft. Es gibt Tage, wo ich kaum aus dem Bett komme. Mein Heilpraktiker sagt, sowas hat er noch nicht gesehen. Ich habe schon alles Mögliche versucht. Nichts hat geholfen. Jetzt versuche ich es mal mit diesem autogenen Training. Das ist mir empfohlen worden. Ich interessiere mich schon lange für Astronomie. Für mich ist das so eine Art Hobby. In klaren Nächten bin ich oft mit dem Fernglas unterwegs und gucke mir den Himmel an. Jetzt will ich hier einen Kurs machen, um Leute mit gleichen Interessen kennenzulernen und auch um Tipps zu bekommen. Ich möchte mir demnächst ein gutes Teleskop kaufen. Sowas ist nicht billig. Da könnte es schon ganz nützlich sein, vorher mit erfahrenen Leuten drüber zu reden.
Herr Sekakane, hier ist Braunert. Ich rufe Sie wegen unseres morgigen Interviewtermins um 6:30 an. Mir ist noch eine Idee gekommen. Ich könnte gleich noch ein paar Fotos von Ihnen machen. Hoffentlich sind Sie damit einverstanden. Sie hatten mir ja auch gesagt, dass Sie einige private und dienstliche Fotos dabei haben, die Sie mir überlassen könnten. Bitte vergessen Sie die Bilder nicht. Ich gebe sie Ihnen natürlich hinterher wieder zurück. Falls es noch irgendetwas gibt, so können Sie mich unter der Nummer 57802 heute Abend ab 8 erreichen. Ansonsten bis morgen Abend. Danke. Petersen? Hallo Ulla? Hier ist Emily. Hallo Emily. Bist du gut in Sardinien angekommen? Ja, ich bin endlich da. Aber es war nicht so einfach. Warum? Was war los? Erzähl. Naja, zuerst bin ich nach Lyon geflogen. Hattest du da schon ein Problem? Nein, nein. Ich bin pünktlich in Lyon angekommen. Und Martin hat mich vom Flughafen abgeholt. Wie lange warst du denn bei ihm? Ich bin 3 Tage dort geblieben und dann mit dem Zug weitergefahren. Und da haben dann die Probleme angefangen. Welche Probleme? Der Zug ist zu spät in Genua angekommen. Oh je. Und du hast wahrscheinlich dein Schiff nicht bekommen? Ja, mein Schiff war schon weg. Was hast du dann gemacht? Ich bin eine Nacht in Genua geblieben, in der Jugendherberge. Hat dann am nächsten Tag alles geklappt? Mit dem Schiff und so? Mit dem Schiff schon. Aber ich habe ein bisschen zu lange geschlafen und habe dann meine Handtasche in der Jugendherberge vergessen. Und in der Tasche war die Fahrkarte für das Schiff, richtig? Nein, die hatte ich in meiner Jacke. Das war gut. Und deine Tasche? Die kommt morgen mit der Post. Die Frau in der Jugendherberge war richtig nett. Ich habe sie angerufen und sie hat die Tasche sofort hierher geschickt. Das war dann Glück im Unglück. Stimmt. Übrigens, das Wetter ist fantastisch hier. Schön für dich. In Hamburg regnet es. Jetzt wird's wohl Zeit, dass wir uns etwas näher kennenlernen. Einige kennen sich ja bereits persönlich, beziehungsweise aus der täglichen Zusammenarbeit. Aber die meisten sind, glaube ich, zum ersten Mal bei so einem Fortbildungsseminar. Ich fange mal an, die 5 Personen hier rechts von mir vorzustellen. Kommen Sie mal bitte vor. Ja, Sie, Herr Zörgiebel. Peter Zörgiebel. Danke. Sie sind doch der Mann mit den vielen romanischen Sprachen. Spanisch, Portugiesisch und, wenn ich mich recht erinnere, auch Französisch. Ist ja fantastisch. Dabei haben Sie ja gar nicht Sprachen studiert, sondern Betriebswirtschaft. An der Fachhochschule Bonn. Und zwar als Aufbaustudium zu Ihrer kaufmännischen Ausbildung als Industriekaufmann. Was machen Sie eigentlich am liebsten in Ihrer Freizeit, Herr Zörgiebel? Freizeit, das ist ein Fremdwort für mich. Wenn mich die Arbeit loslässt, dann gibt's für mich nur eins. Entspannen, ausruhen, relaxen. Sagen Sie uns auch noch Ihre Telefonnummer. Sie wissen schon, wegen der späteren Kontakte. Beruflich oder privat? Beruflich dürfte genügen. Beruflich? Da bin ich unter 0221 16 27 22 2 zu erreichen. Wollen Sie auch meine Handynummer? Nein, danke. Ich glaube, eine Nummer ist genug. Ich darf nochmal wiederholen. Vorwahl 0 22 1, dann die 16, 27 und Ihre Durchwahl war... 222. Danke. Das soll fürs Erste reichen. Ich gehe nun gleich weiter zu der Dame neben Herrn Zörgiebel, gleichzeitig die Chefin, wenn ich recht informiert bin. Frau Christine Kotthoff-Bergner, studierte Volljuristin, wie es so schön heißt, und bei der Firma Permacor als Leiterin des kaufmännischen Bereichs mit Prokura tätig. Dienstlich ist sie, wie Herr Zörgiebel, unter der Kölner Vorwahl zu erreichen. Rufnummer 16270 oder Durchwahl 1627 und dann die 220. Außerdem sind Sie auch über Ihr Mobiltelefon zu erreichen.
Sie pendeln zurzeit viel zwischen Köln und Berlin hin und her. Dort haben Sie ja noch immer Ihre Wohnung. Bleibt da noch Zeit für Hobbys? Sie werden lachen, aber gerade durch die vielen Fahrten zwischen Berlin und Köln komme ich viel zum Lesen, auch privat. Bücher, Zeitschriften und Zeitungen. Und das tue ich sowieso am liebsten. Kommen wir noch zu Ihren Fremdsprachenkenntnissen. Sie können sich ja nicht nur auf Englisch, sondern auch auf Russisch verständlich machen. Und natürlich auf Deutsch. Tja, und weil wir gerade bei den Fremdsprachen sind, wollen wir gleich zu unserem Mitarbeiter auf Zeit weitergehen. Herrn Mario Silva aus Portugal. Geboren sind Sie aber in Salvador in Brasilien, nicht wahr? Ja, das stimmt. Herr Silva arbeitet in den nächsten Monaten hier in Köln, als Ingenieur in der Abteilung F&E. Das ist richtig. Entschuldigung, in welcher Abteilung? F&E, also Forschung und Entwicklung. Ja, ich weiß, schrecklich, diese Abkürzungen. Herr Silva spricht natürlich Portugiesisch, wie Sie vorhin schon hören konnten, dazu fließend Deutsch und auch noch Englisch. Ist das so richtig, Herr Silva? Ja, sagen wir besser, ein bisschen Englisch und Deutsch nicht fließend. Nun seien Sie mal nicht so bescheiden, Herr Silva. In unserem Fragebogen haben Sie als Hobby Reisen angegeben. Wollten Sie deshalb auch nach Köln zum Arbeiten? Natürlich, aber der Hauptgrund war es nicht. Außerdem schwimme ich ja noch gern und dazu hätte ich nicht nach Deutschland kommen müssen. Zum Schluss noch Ihre Telefonnummer. 1-6-2-7-0 oder statt der 0 die 2-77. Vorwahl wie bekannt 0-2-2-1. Gut, vielen Dank, Herr Silva. Kommen wir zu der Dame mit den schönen Ohrringen. Frau... Oellinger. Stefanie Oellinger. Vielen Dank, Frau Oellinger. Wie konnte ich Ihren Namen bloß vergessen? Frau Oellinger kommt ja nicht hier aus der Gegend, sondern aus Salzburg in Österreich. Hat sich hier in der Kölner Bucht und auch an ihrem Arbeitsplatz als Sachbearbeiterin bestens eingelebt und eingearbeitet. Ihre Telefonnummer habe ich hier auf dem Zettel. Wo ist er denn? Ah ja, hier habe ich ihn ja. Vorwahl 0227, Rufnummer 2478 und die Durchwahl 18. Außer Deutsch spricht sie Englisch und Bayerisch. Das ist auch Deutsch. Natürlich, natürlich. Bei den Freizeitbeschäftigungen haben Sie ja die längste Liste erstellt. Kunstradfahren, Seidenmalerei, Tai Chi und tagelange Wanderungen in den Bergen. Damit hätten wir wohl alle... Ach nein, entschuldigen Sie, Herr Kiel, jetzt hätte ich Sie beinahe vergessen. Ich darf also noch last but not least vorstellen Dr. William Kiel. Kiel mit 2 E und William mit 2 L. Herr Kiel ist Arzt für Allgemeinmedizin und Homöopathie. Er ist Amerikaner, US-Amerikaner, um genau zu sein, spricht Deutsch, Niederländisch und, wenn ich richtig gelesen habe, Latein und Esperanto. Ja, das ist schon richtig, aber wenn ich Sie etwas korrigieren darf, eigentlich bin ich gebürtiger Deutscher. Ich bin nämlich in Würzburg geboren, direkt am Main. Und Latein spreche ich eigentlich nicht, ich benutze diese Sprache nur für medizinische Fachbegriffe. Danke, Herr Kiel, für diese Ergänzungen. Herr Kiel ist hier bei uns ganz neu. Er hat noch nicht mal eine feste Telefonnummer. Aber das wird sich bald ändern. Wie sieht's denn mit Ihrer Freizeit aus? Sprachen sind mein Hobby. Wie bitte? Wenn es meine Freizeit zulässt, beschäftige ich mich am liebsten mit alten Sprachen, aber auch mit Dialekten. Mit besonderem Interesse habe ich zum Beispiel festgestellt, dass im Deutschen... Werner, was machst du? Ich hänge gerade das Bild an die Wand. Warum hängst du jetzt das Bild an die Wand? Die Gäste kommen gleich. Jetzt aber los. Warum? Was soll ich denn machen? Na, hör mal. Erstmal muss die Leiter weg. Stell bitte die Leiter auf den Balkon. Ja, ja. So, die Leiter ist jetzt weg. Werner? Ja? Hol bitte auch das Mineralwasser vom Balkon. Machst du das? Ja, natürlich.
So. Noch was? Ja, wir brauchen noch Stühle. Wie viele denn? Zwei. Stellst du noch zwei Stühle an den Tisch, bitte? Ja, okay. Gut so? Ja, prima. Und nimm bitte die Vase aus dem Regal. Ja. Hier ist die Vase. Dann stell doch bitte die Blumen in die Vase. Die Blumen? Wo sind denn die Blumen? Hier, in der Küche. Ach ja, hier. Dann kann ich ja jetzt... Nein, Moment, wir sind noch nicht fertig. Stell bitte die Blumen auf den Tisch. Okay. Die Blumen sind auf dem Tisch. Noch was? Ja, dein Mantel. Warum ist der denn hier? Häng bitte den Mantel in den Schrank. Der Mantel ist im Schrank. Was jetzt? Bitte. 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 Ach, Bubu. Was machst du denn da? Was? Bubu ist noch frei? Bitte, Werner. Setzt du den Papagei in den Käfig? Natürlich. Komm, Bubu. Ja, so machst du das schön. Du, Eva, deine Gitarre liegt hier auf dem Sofa. Soll die hier bleiben? Nein, natürlich nicht. Leg bitte die Gitarre ins Schlafzimmer. Ja, okay. Sind wir jetzt endlich fertig? Ja, gleich. Nur noch der Wein. Holst du noch den Wein aus dem Keller? Ach ja, der Wein. Den hole ich gleich. Hallo, hier Stratmann. Hallo, Eva. Eva, es tut mir leid, aber wir können heute nicht kommen. Erwin hat mal wieder so Zahnschmerzen. Endlich Pause. Wo ist das warm hier? Ich mache mal das Fenster auf. Susanne, was machst du da? Es ist kalt. Kannst du bitte das Fenster zumachen? Was? Es ist doch nicht kalt. Es ist warm. Du sollst das Fenster zumachen. Nein, ich mache das Fenster nicht zu. Dann mache ich das Fenster zu. Du spinnst wohl. Was ist denn los? Susanne und Erik, was macht ihr da? Oh, nichts. Also gut, die Pause ist zu Ende. Aber es ist sehr warm hier. Erik, kannst du bitte mal das Fenster aufmachen? Ja, Herr Schmidt. Hihihi, Erik muss das Fenster aufmachen. Was ist los? Was ist denn los hier? Ruhe. Ich muss immer daran denken, das war so schön. Was denn? Erzähl doch. Also, gleich morgens, da hat mein Mann Kaffee gekocht und das Frühstück gemacht. Das ist ja nett. Und dann hat er die Wohnung aufgeräumt. Wirklich? Ja. Die Wäsche hat er auch gewaschen. Was? Das hat mein Mann noch nie gemacht. Mittags hat er ganz alleine gekocht. Und das Geschirr? Hat er gespült und dann die Küche geputzt. Unglaublich. Und dann ist er zum Supermarkt gefahren und hat eingekauft. Toll. Ich muss immer alleine einkaufen. Er hat auch einen Blumenstrauß für mich mitgebracht. Wie süß. Und abends hat er Kerzen auf den Tisch gestellt. Oh, wie romantisch. Dann hat er eine Flasche Champagner geholt und meine Lieblingsmusik angemacht. Dein Mann ist ja ein Traum. Habt ihr auch getanzt? Das weiß ich leider nicht. An dieser Stelle hat der Wecker geklingelt und ich bin aufgewacht.
Passt gut auf, ihr müsst das Rezept später nachkochen. Zuerst müsst ihr das Gemüse klein schneiden. So, fertig. Jetzt einen Topf auf den Herd stellen und Öl in den Topf geben. Das Öl heiß machen und dann die Zwiebel und den Lauch in den Topf geben. Einfach anbraten. Nach circa 5 Minuten müsst ihr auch die Kartoffeln und die Sardellen in den Topf geben. Jetzt brauchen wir Wein, Wasser und Milch, circa einen Viertelliter. Das gebt ihr auch in den Topf. Das Ganze muss jetzt 30 Minuten lang kochen, bis die Kartoffeln weich sind. Danach legt ihr den Fisch zwischen die Kartoffeln und wartet noch einmal eine Viertelstunde, klar? Nicht länger. Der Fisch braucht nur eine Viertelstunde. Dann gebt ihr Salz und Pfeffer auf euren Fischtopf und stellt alles hier auf den Tisch. Habt ihr alles verstanden, ja? Na, dann kann's losgehen. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder eure Jana von Radio FM. Ihr wollt billig verreisen? Dann haben wir heute eine sehr interessante Idee für euch. Ich bin hier auf einem Bauernhof in der Nähe vom Bodensee. Auf diesem Hof kann man arbeiten und bekommt dafür kostenlos Unterkunft und Essen. Man bezahlt also nichts. Und das kann man nicht nur in Deutschland, sondern fast überall auf der Welt machen. Wie findet man Bauernhöfe, die freiwillige Helfer suchen? Auf der Webseite von AAB, Arbeit auf dem Bauernhof, könnt ihr Bauernhöfe auf der ganzen Welt finden. Mehr erfahrt ihr aber jetzt von Dan. Ihn habe ich hier auf dem Hof am Bodensee getroffen. Hallo Dan, kannst du dich kurz vorstellen? Ja klar, ich heiße Dan, bin 20 Jahre alt und komme aus den USA. Ich arbeite seit 3 Wochen hier auf dem Hof von Familie Günther.
Dan, warum bist du eigentlich hierher gekommen? Naja, natürlich, weil man für wenig Geld reisen kann. Aber auch, weil man hier wirklich interessante Erfahrungen machen kann. Und ich will mein Deutsch verbessern. Und denn, was machst du so den ganzen Tag? Wie sieht eigentlich dein Alltag aus? Ich stehe um 7:30 auf. Dann kümmere ich mich um die Schweine und um die Hühner. Danach frühstücke ich. Später arbeite ich meistens auf dem Feld. Letzte Woche haben wir ein Zimmer renoviert. Manchmal helfe ich auch bei der Reparatur von Maschinen. Das hört sich ja schon anstrengend an. Die Helfer arbeiten normalerweise ungefähr 6 Stunden pro Tag und haben mindestens einen Tag pro Woche frei. Waren die Vorbereitungen kompliziert? Nicht besonders. Ich habe mir im Internet über die Webseite von AAB einen Bauernhof in Deutschland ausgesucht, die Reise geplant, ein Visum beantragt und den Flug gebucht. Aha, du hast also alles selbst organisiert, oder? Ja, AAB organisiert keine Reisen. Das muss man selbst machen und auch die Kosten dafür übernehmen. Das Visum und das Flugticket muss ich selbst bezahlen. Was machst du eigentlich in deiner Freizeit? Manchmal treffe ich mich mit Freunden aus dem Dorf. Ich lese, lerne Deutsch oder unternehme etwas mit meiner Gastfamilie. Was vermisst du eigentlich am meisten? Am meisten? Na, meine Freundin. Sie musste leider zu Hause bleiben und ihr Studium fertig machen. Hast du schon einmal etwas Ähnliches gemacht? Nein, noch nie. Aber ich würde das sofort wieder machen und würde es jedem empfehlen. Welche Pläne hast du für die Zukunft? Am liebsten möchte ich in Deutschland studieren, vielleicht Tiermedizin. Ich möchte auf jeden Fall später etwas Sinnvolles machen. Das klingt gut. So, Dan, das war wirklich interessant. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Noch viel Spaß auf dem Bauernhof. Und vor allem noch viele schöne Reisen. Danke. Du, Gerhard, wer ist denn der mit den langen Haaren? Kennst du den noch nicht? Das ist Herr Kiel. Dr. William Kiel. Wie heißt er? Kiel. K wie Kaufmann. Zweimal E wie Emil. L wie Ludwig. Das ist unser neuer Betriebsarzt. Ah, der ist das. Und woher kommt er? Aus Lawrence in Kansas. Das liegt mitten in den USA. Und der spricht Deutsch? Nicht nur das. Er kann auch Niederländisch und sogar Esperanto. Aber komm doch einfach mit, dann mache ich euch bekannt. Herr Dr. Kiel? Entschuldigen Sie, Herr Dr. Kiel. Darf ich Ihnen Frau Gerke vorstellen? Sie arbeitet hier als... Frau Börner, Sie sind nun schon über 25 Jahre im Messegeschäft. Wo stehen wir heute? Wer ist wir? Ich nehme mal an, wir, das ist die Gesamtheit der Aussteller an den deutschen Messestandorten. Und wo stehen wir? Nicht alle am gleichen Ort, sicher nicht. Aber ich versuche mal, den idealen Ort zu bestimmen. Noch in den 80er Jahren war die Messe eine Kommunikationsplattform. Da traf man sich, da tauschte man Erfahrungen aus, man kannte sich meistens, man entdeckte neue Trends. Heute ist die Messebeteiligung ein Bestandteil der Marketingstrategie. Sie ist also viel stärker integriert als früher. Ich glaube, da stehen wir. Was sagen Sie zum guten alten Messewahlspruch? Sehen und gesehen werden. Wissen Sie, wenn das Messekonzept nicht stimmt, dann sieht man nicht viel und wird auch nicht gesehen. Die Gestaltung des Standes ist nach wie vor ein wichtiger Faktor des Messeerfolgs. Es muss ein klares Messekonzept dahinter stehen. Der Stand soll Interesse und Sympathie wecken, ohne gleich alle Fragen zu beantworten. Der Besucher soll ja das Gespräch suchen. Das tut er aber nur, wenn ihm der Stand ins Auge fällt und sozusagen ins Gespräch zieht. Das ist gar nicht so einfach, denn Messebesucher haben es immer sehr eilig.
Es wird geklagt, die fachliche Qualifikation der Messebesucher habe abgenommen. Man trifft heute mehr Entscheider am Stand. Früher waren es eher Fachleute, die aber nicht entscheiden konnten, sondern ihre Messeeindrücke zu Hause zur Entscheidung vorlegen mussten. Heutzutage steht der direkte Verkauf weniger im Vordergrund als die Zusammenarbeit. Der Verkauf von Waren und Dienstleistungen ist nur ein Teilaspekt dieser Zusammenarbeit und nicht einmal der wichtigste. Viele Aussteller haben sich auf diese neue Situation allerdings noch nicht eingestellt. Wie war die Messeentwicklung in den letzten Jahren? Zwischen 1991 und 1994 ging die Zahl der Messebesucher zurück. Die vermietete Standfläche blieb aber in etwa gleich, während sich die Zahl der Aussteller erhöhte. Seit 1995 haben wir in allen drei Bereichen eine bemerkenswerte Steigerung, also sowohl bei der Besucherzahl als auch bei der vermieteten Standfläche und besonders bei der Zahl der Aussteller. Wie erklärt sich das wachsende Bedürfnis nach Messen in einer Zeit unbegrenzter elektronischer Informationsmedien? Messen bieten eben nicht nur Produktinformation, sondern Produkterlebnisse. Und darüber hinaus eine Begegnung mit der Firmenkultur des Ausstellers, wenn dieser seinen Stand entsprechend gestaltet hat und mit dem Interessenten entsprechend umgeht. Der Aussteller sollte sich weniger mit der Frage befassen, welche Produkte er ausstellt, sondern sich ganz auf die Darstellung seines Unternehmens und seiner Firmenkultur konzentrieren. Der für uns wirklich interessante Besucher will das Unternehmen kennenlernen. Das Produkt hat aber eine wichtige dienende Funktion, nicht mehr. Oh nein, das ist ja furchtbar. Ja, hoffentlich geht alles gut. Um 11 Uhr muss ich schon in der Sporthalle sein. Da findet der Yoga-Vormittagskurs statt. Du weißt doch, ich habe immer schreckliche Prüfungsangst. Stimmt, Yoga ist gut gegen Nervosität. Aber danach hast du doch sicher Zeit zum Lernen. Naja, der Yogakurs dauert 2 Stunden. Dann habe ich erst einmal Hunger und gehe mit meiner Yogagruppe in die Mensa zum Essen. Im Moment sind Asienwochen und heute gibt es thailändisches Essen. Ich liebe die exotischen Gewürze. Danach trinken wir immer zusammen in der Cafeteria noch einen Espresso. Komm doch mit. Nee, geht leider nicht. Um 13 Uhr habe ich einen Mathe-Test. Vielleicht danach? Nein, danach muss ich den ganzen Nachmittag Geld verdienen, damit ich meine Miete bezahlen kann. Du weißt doch, ich jobbe in der Buchhandlung Gröner. Da kannst du den ganzen Nachmittag lesen. Hallo? Ich packe die Bücher aus und sortiere sie in die Regale. Ich habe keine Zeit zum Bücherlesen. Schade. Abends hast du Zeit zum Lernen. Leider auch nicht. Ich gehe mit Hugo und Annika ins Kino. Wir sehen uns Iron Man 3 in der Originalversion an. Das hört sich interessant an. Und dann? Dann fahre ich nach Hause. Und dann setzt du dich an den Tisch und lernst. Oder gehst du lieber gleich ins Bett? Normalerweise bin ich nach so einem Stresstag immer sehr müde. Um 23 Uhr schlafe ich sicher schon. Aber nein, stimmt nicht. Meine Eltern und mein Bruder rufen mich aus Mexiko an. Um die Uhrzeit sprechen wir immer noch eine halbe Stunde. Na, dann wünsche ich dir viel Glück für deine Prüfung morgen. Sehr geehrte Damen und Herren, schon als wir zwischen 1990 und 1992 eine Gesamtstrategie für alle Produktfelder entwickelt und umgesetzt haben, wies der Markt folgende Merkmale auf. Erstens, er zeigte einen deutlichen Trend zur Globalisierung. Zweitens, der deutsche Markt ist gesättigt. Wir müssen internationale Märkte erschließen. Dazu müssen wir in Zukunft noch intensiver an neuen Entwicklungen arbeiten. Drittens, auf manchen europäischen Märkten müssen wir unsere Position verbessern. Viertens, im fernen Osten und, wenn auch mit einer gewissen Verzögerung, in Osteuropa sind regionale Wachstumsmärkte entstanden. Wir müssen also mit grundlegenden und tiefgreifenden Änderungen auf den Märkten und bei unseren Konkurrenten rechnen.
Wir dürfen uns diesen Entwicklungen nicht nur anpassen, also reagieren, sondern wir müssen zukünftige Entwicklungen vorhersehen, also handeln. Werfen wir einmal einen Blick auf unsere Unternehmensphilosophie. Wie sehen wir unser Unternehmen? Erstens, Spitzentechnologie wird auch weiterhin unsere Position als Industrieunternehmen sichern. Das bedeutet, wir engagieren uns in den Geschäftsbereichen, in denen wir überlegene Lösungen anbieten können und in denen die Qualität der Anwenderlösungen für den Markt entscheidend ist. Zweitens, wir werden das hohe Niveau unserer Kundenorientierung beibehalten. Das bedeutet, es ist unsere Verantwortung, so viele Abnehmer wie möglich im täglichen Kontakt mit Allweiler positiv zu überraschen. Auf dieser Grundlage werden wir unsere Strukturen und Fähigkeiten weiterentwickeln. Drittens, wir werden unserem Unternehmen eine innovative Grundstruktur geben. Das bedeutet, wir sind bereit und willens, neue Ideen anzupacken, auch wenn sie mit einem Risiko verbunden sind. Unter Kreativität verstehen wir produktives Denken im Gegensatz zu bloßer Routine. Viertens, wir werden in einer dezentralisierten Struktur arbeiten. Das bedeutet, auf möglichst vielen Ebenen des Unternehmens werden wir selbstverantwortliche Einheiten und interne Märkte schaffen. Zwischen diesen selbstständigen Einheiten werden Marktbeziehungen bestehen. Sie werden die frühere hierarchische Kontrolle ersetzen. Fünftens, wir werden Prozesse und Abläufe im Unternehmen entschlossen reformieren. Die Kunden erleben unser Unternehmen in der Form von Geschäftsabläufen. Ihr Inhalt sind Waren und Dienstleistungen. Deshalb übernehmen wir die volle Verantwortung für diese Prozesse vom Anfang bis zum Ende, von A bis Z. Ich möchte noch Folgendes hinzufügen. Wir werden in globalen Dimensionen, also international denken, und wir werden unsere Märkte lokal beliefern. Das heißt, wir als Deutsche mit einer 2000-jährigen Geschichte oder als Deutsche und Europäer müssen die Anforderungen und Besonderheiten anderer Märkte nicht nur respektieren, sondern müssen uns ihnen zielorientiert anpassen. Es gibt auch politische Gründe dafür, internationale Märkte mit Produkten zu beliefern, die dort auch hergestellt werden. Den Menschen Arbeit zu geben, war schon immer das beste Mittel, politische und soziale Stabilität zu gewährleisten. Guten Abend, liebe Hörer, hier ist wieder Ulf Winter mit seinem Themenabend. Heute wollen wir über Märchen sprechen. Wir alle haben in unserer Kindheit Märchen gelesen oder die Erwachsenen haben sie uns vorgelesen. Welche Erfahrungen mit Märchen haben Sie? Rufen Sie uns an und berichten Sie. Da ist auch schon der erste Anrufer. Guten Abend, darf ich fragen, wie Sie heißen? Mein Name ist Maria Marinetti. Guten Abend, Frau Marinetti. Was wollen Sie uns über Märchen erzählen? Ich komme aus Italien und lebe seit 16 Jahren in Deutschland. Mein Mann ist Deutscher, deshalb lebe ich hier. Ich habe schon als Kind in Italien gerne Märchen gehört oder gelesen. Aus Italien und aus anderen Ländern. Unsere Kinder sind hier in Deutschland geboren und aufgewachsen. Und als sie klein waren, haben sie viele Märchen auf Deutsch durch Freunde und im Kindergarten kennengelernt. Ich habe dann ein Märchenbuch auf Deutsch gekauft und ihnen die Märchen vorgelesen. Das war schön für die Kinder und auch gut für mich, denn die Märchen haben mir geholfen, besser Deutsch zu lernen. Vielen Dank, Frau Marinetti. Mit wem spreche ich jetzt? Guten Abend, hier ist Lukas Zimmermann. Was können Sie uns zum Thema Märchen sagen? Meine Eltern haben mir nie Märchen vorgelesen, aber meine ältere Schwester. Ich habe das geliebt. Als ich in die Schule kam, habe ich angefangen, selbst Märchen zu lesen. Lesen Sie auch heute noch Märchen? Ja, ich finde sie auch heute noch sehr interessant, denn man kann aus ihnen viel über das Leben lernen. Zum Beispiel geht es in Märchen oft um Fragen wie, was bedeutet Glück? Oder was ist wichtig im Leben? Das sind doch ganz wichtige Fragen. Ich habe viele Märchenbücher in meinem Bücherregal.
Nicht nur die Märchen der Gebrüder Grimm, sondern auch Märchen aus anderen Kulturen. Die finde ich besonders spannend. Wir von Radio 5 haben eine Straßenumfrage gemacht und wollten wissen, welche politischen Themen die Bürger besonders wichtig finden. Herr Stein, 52 Jahre, sagt: Mir persönlich geht es sehr gut, aber ich denke, dass in Deutschland viele Menschen in einer schwierigen sozialen Situation leben. Das bemerke ich auch in meinem Alltag. Zum Beispiel fühle ich mich leider nicht mehr sicher, wenn ich nachts und besonders am Wochenende mit der U-Bahn oder der S-Bahn fahre. Oft sind da Leute, die zu viel Alkohol getrunken oder Drogen genommen haben. Sie sind sehr laut, suchen Streit und manchmal machen sie auch die Sitze kaputt. Ich denke, man sieht daran, dass die Leute sehr unzufrieden sind. Die Politiker müssen etwas tun. Sie müssen Arbeits- und Ausbildungsplätze für alle schaffen und Menschen, die wenig verdienen, finanziell unterstützen. Wenn die Menschen genug Geld zum Leben und Arbeit haben, sind sie zufriedener und dann gibt es auch nicht so viele Probleme mit Drogen und Gewalt. Und Frau Ruf, 38 Jahre, sagte Folgendes: Meiner Meinung nach muss sich die Politik vor allem um den Schutz der Umwelt kümmern. Man tut schon viel, aber es ist noch lange nicht genug. Außerdem muss unser Bildungssystem besser werden. Man sollte mehr dafür tun, dass die Kinder in der Schule die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben. Es ist wichtig, dass alle Kinder einen Schulabschluss machen und dass die Jugendlichen dann auch eine Ausbildung oder einen Studienplatz bekommen. Wichtig ist auch die Unterstützung der Familien. Zum Beispiel sollte es bessere Angebote für Kinderbetreuung geben. Wir brauchen dringend mehr Betreuungsplätze und flexiblere Betreuungszeiten. Frau Hallmann, Sie sind in einem kleinen Dorf aufgewachsen und wohnen auch heute noch auf dem Land. Gefällt Ihnen das Leben auf dem Land besser als in der Stadt? Ja, auf jeden Fall. Es würde mir nicht gefallen, in einer großen Stadt zu wohnen. Ich wohne nicht weit von Hannover und diese Stadt, die etwa 500.000 Einwohner hat, wäre für mich viel zu groß und zu laut, um dort zu wohnen. Ich liebe die Ruhe und die Nähe zur Natur. Das ist mir wichtiger als ein großes Kulturangebot oder gute Einkaufsmöglichkeiten. Außerdem haben wir hier eine sehr gute Nachbarschaft. Alle im Dorf kennen und helfen sich. In der Stadt ist es viel schwieriger, die Nachbarn kennenzulernen. Bei Ihnen ist es ganz anders, Herr Heckel. Sie haben mit Ihrer Frau einige Jahre in einem kleinen Dorf, etwa 40 Kilometer von Hannover entfernt gewohnt, sind nun aber wieder nach Hannover gezogen. Warum? Meine Frau und ich hatten einen alten Bauernhof gekauft, weil wir dachten, dass uns das Landleben gefallen könnte und ganz romantisch wäre. Zuerst war auch alles gut. Es war ruhiger als in der Stadt, es gab sehr wenig Autoverkehr und die Landschaft war sehr schön. Aber dann wurde es doch langweilig. Natürlich konnten wir sehr gut im Wald spazieren gehen, aber es gab keine Kulturangebote und wir haben eine Stunde gebraucht, um zum Beispiel in Hannover ins Theater zu gehen. Außerdem waren keine Supermärkte und andere Geschäfte in der Nähe. Das hat uns sehr gestört, weil wir immer das Auto benutzen mussten. Ich bin froh, dass wir jetzt wieder in Hannover wohnen. Herr Jonas, Sie sind jetzt 52 Jahre alt. Meinen Sie, dass Ihre Kindheit anders war als bei den Kindern von heute? Ja, da bin ich ganz sicher. Wir haben noch mit ganz anderen Sachen gespielt als die Kinder heute. Und wir haben sehr oft draußen gespielt. Kinder spielen heute viel seltener auf der Straße als früher. In meiner Kindheit gab es noch keine moderne Elektronik. Playstations, Gameboys und Computer kannten wir nicht. Ich glaube auch, dass wir als Kinder früher mehr Bücher gelesen und mehr Radio gehört haben. Radio? Ja, nach der Schule habe ich oft das Radio angemacht, um das Kinderprogramm zu hören. Heute schalten viele Kinder nach der Schule den Fernseher an. Hatten Sie Fernsehen? Meine Eltern hatten einen Fernseher, aber es gab nur drei Programme. Ich erinnere mich noch, dass das Bild schwarz-weiß war. Der Samstagabend war bei uns, wie in vielen Familien, immer der große Fernsehabend. Und am Montag war das Programm vom Samstag dann oft ein wichtiges Thema auf dem Schulhof. Heute gibt es viel mehr Programme und die Kinder schauen selten gemeinsam mit den Eltern fern.
Viele haben einen eigenen Fernseher im Kinderzimmer. Glauben Sie, dass Kinder heute mehr fernsehen als Sie in Ihrer Kindheit? Ja, die Kinder sehen heute sicher mehr fern. Wir hatten ganz strenge Fernsehzeiten. Samstagabend, wie ich schon gesagt habe, und dann durften wir dreimal in der Woche nachmittags das Kinderprogramm sehen. Ich glaube aber, dass das Fernsehen wegen des Internets, der Computerspiele und der anderen modernen Sachen für die Kinder heute weniger wichtig ist als für uns früher. Welche Unterschiede gibt es noch? Ich denke, dass auch die Erziehung anders geworden ist. Meine Eltern waren viel strenger, als ich zu meinen Kindern bin. Auch in der Grundschule waren die Lehrer ziemlich streng, ganz sicher strenger als heute. Auf dem Gymnasium war es dann lockerer. Sehen Sie außerdem noch Unterschiede? Heute lernen die Kinder in der Schule anders. Sie benutzen Computer und das Internet, um ihre Hausaufgaben zu machen. Sie schicken ihren Lehrern die Hausaufgaben per E-Mail. Wir mussten alles ganz ordentlich mit der Hand schreiben und im Unterricht abgeben. Möchten Sie heute noch einmal Kind sein? Warum? Meine Kindheit war sehr schön. Auch heute kann die Kindheit sicher schön sein, aber ich möchte nicht tauschen. Vielen Dank für das Gespräch. Gern geschehen. Und bis wann müsst ihr euch entscheiden? Wir haben eine Option bis 30. April. Ich sehe die Sache eigentlich positiv. Kurt auch. Die Geschäftslage ist gut und wird von Jahr zu Jahr besser, wenn hier überall gebaut wird. Und hier wird gebaut, das ist sicher. Ich habe den Stadtentwicklungsplan eingesehen. Und wann ist das fertig? Ich meine, wirklich fertig, bezugsfertig, verstehst du? Tja, das ist so eine Sache. Der offizielle Termin ist der 30. Juni. Aber die Innenwände und Türen müssen dann noch nach den Wünschen der Mieter aufgestellt werden. Die Beleuchtung muss installiert werden und. Das hängt davon ab, was der Mieter mit dem Objekt machen will. Wenn Kurt und ich sehr früh wissen, was wir genau wollen, kann das alles noch in der Bauzeit erledigt werden. Oder sagen wir, bis Mitte Juli. Dann kommt die Einrichtung, also Geschäftseröffnung nach der Sommerpause, Mitte August, Anfang September oder so. Hatten Sie noch einen Wunsch? Nun, Julia, zur Feier des Tages wollte ich dich zur besten Apfeltorte Dresdens einladen. Was sagst du jetzt? Ich sage besten Dank, aber bitte mit Sahne. Okay. Zweimal Apfeltorte, einmal mit und einmal ohne Sahne, bitte. Sehr gerne. Danke. Wie ich sehe, müsst ihr beide erstmal genau wissen, was ihr wollt. Dann geht es schneller. Das wissen wir, aber sieh mal... Ist eigentlich das Ladenlokal links neben euren beiden Einheiten noch frei? Es hat sich noch kein Interessent gemeldet, aber das kommt noch. Nun, pass mal auf. Das sind die zwei Einheiten, die euch interessieren. Die rechte Einheit ist 12 Meter breit. So, die linke auch 12 Meter. Stimmt doch, ja. Oder? Ja, stimmt ungefähr. Jetzt nehme ich hier links die Einheit dazu, 12 Meter wie die rechte da. Achtung, jetzt kommt's. Du hast also jetzt drei Einheiten. Hier rechts, das wird das Bürofachgeschäft. In der Mitte, das wird das Schreibwarengeschäft. Und weißt du, was das da links wird? Ich nehme an, das wird die Konzernzentrale, wie ich dich kenne. Ganz falsch. Das wird die Abteilung Büromöbel. Davon hast du doch immer geträumt. Schau mal, das ist ideal. Hier im Frontbereich des Schreibwarenmarktes die Kasse, direkt am Haupteingang. Die beiden anderen Abteilungen haben nur einen Eingang mit automatischer Öffnung. Die Leute können also durch drei Türen reinkommen, aber nur durch eine Tür rausgehen. Die Trennwände zwischen den drei Geschäftsbereichen sind aus Glaselementen. Die Kunden sollen sehen, was es nebenan noch Schönes gibt. Wer das Geschäft verlassen will, muss durch den ganzen Schreibwarenmarkt gehen und an der Kasse vorbei. Deshalb befinden sich die Durchgänge zwischen den drei Geschäften ganz im hinteren Bereich. Siehst du, wenn wir die Verbindungswege geschickt legen, also da hinten hin, dann muss der Kunde immer durch euren ganzen Schreibwarenladen laufen. Und dabei wird noch das eine oder andere gekauft.
Die hintere Wand wird auch zum Teil aus Glaselementen gemacht, sodass man von den Büroeinheiten in die Geschäftsräume und von den Geschäftsräumen in die Büros sehen kann. Das gibt einen Eindruck von Größe, das gibt Licht, das macht die ganze Sache freundlich. Da hinten, links hinter der Glaswand, haben wir ein Kundenbüro für Besprechungen mit Großkunden. Oder wollt ihr keine Großkunden? Doch, doch, die sind uns am liebsten. Na also, wo sind wir stehen geblieben? Ach ja, Kundenbüro. Und direkt neben dem Kundenbüro haben wir hier Kundentoilette und die Personaltoilette. Außerdem eine kleine Teeküche. All das legen wir in den Bereich hinter die Geschäftsräume und rechts liegen die Büroräume. Sieh mal, das gibt noch zwei schöne Büros für die Buchhaltung, für den Einkauf. Ja, das weißt du ja selbst. Und ganz da hinten ist das Lager und links vom Lager, na, was sagst du? Hier bitte mal mit für die Baderampe sein. Na, was sagst du? Hier bitte zwei Damen. Ja, ja. Dann für die Damen. Ja, ja, danke sehr. Dann für den Herrn. Recht so? Ja, ja, danke sehr. Tja, Julchen, das hast du dir aber gut ausgedacht. Und wer soll das bezahlen? Die wichtigste Frage ist doch nicht, was kostet das, sondern was bringt das? Das Geld kriegen wir von der Bank, wenn wir wollen. Aber die Frage ist, welche Konditionen kriegen wir? Haben nicht sehr viel Kapital. Vielleicht beteiligt sich eine Schwester von Kurt. Die wohnt in Rostock und ist jetzt schon an seinem Schreibwarengeschäft beteiligt. Du könntest mit Vater reden. Vielleicht beteiligt er sich. Oder ich mal vorsichtig fragen. Über das auch noch beispielsweise für Mietpreis. Wenn Vater beispielsweise für ein Jahr, wenn Vater beispielsweise eine Miete Bürgerung, die Zahlung, geht. Also ich sage nur mal so eine Idee. Das ist doch für den Vermieter auch interessant. Zwei Cappuccino und zweimal Käsetorte. Oh, Entschuldigung, das ist nicht für Sie. Bitte sehr, das macht nichts. Weißt du, Julia, über eine Beteiligung von Vater habe ich auch schon nachgedacht. Wir müssten eine Gesellschaft gründen. Eine GmbH könnte in Frage kommen. Kurt und ich wären die Gesellschafter. Und Vater könnte sich auch beteiligen. Und dann ist da noch Kurts Schwester, weißt du, die aus Rostock, die mit dem Arzt verheiratet ist. Ja, genau. Und wenn du eine gute Verkäuferin brauchst, dann nimmst du einfach mich, ne? Hey Tim, schau mal, da sind wieder die Mädels von gestern. Ja? Und? Hey, hallo! Jetzt reicht es aber. Lass doch den Quatsch, Niklas. Oh Gott, Lena. Was ist denn mir? Guck mal, wer da kommt. Die Elektronika. Wow, cool! Hi, na, wie geht's? Passt schon. Na, habt ihr gestern noch ein Elektronikgeschäft gefunden? Was geht dich das an? Ja, wir haben ein Geschäft gefunden. Im Zentrum. Na prima. Leider war es geschlossen. Na so ein Pech. Tja, wir hatten wirklich Pech. Der Laden wird seit vorgestern umgebaut und ist erst am Montag wieder geöffnet. Nein, oh Mann, das ist ja voll stressig. Tja, das Geschäft wird gerade gestrichen. Da wird fleißig gearbeitet. Genau wie bei dir zu Hause, stimmt's? Bei mir zu Hause? Hä, wie meinst du denn das? Naja, dein Badezimmer wird doch auch umgebaut und gestrichen, oder? So, und woher weißt du das? Warst du vielleicht bei Lena zu Hause, oder was? Sie hatte gestern ein oranges T-Shirt an, richtig? Richtig. Und auf ihrem T-Shirt waren weiße Farbflecken. Auch richtig. Und in ihrem Rucksack war ein nasses Handtuch und eine Shampooflasche. Schon wieder richtig. Sie hat also nicht zu Hause geduscht und die Haare gewaschen. Na und? Vielleicht war sie ja auch im Schwimmbad. Ohne Bikini? Das glaubst ja auch nur du, oder? Ach, lass mich doch in Ruhe. Gerne. Wir müssen sowieso weiter. Ach, schade. Ja, so ein Pech. Tschüss. Tschüss, Tim. Nicht böse sein, Mia. Er ist halt so. Weißt du, er ist ein Genie. Niklas. Also, tschüss. 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 Sag mal, wird bei euch wirklich das Bad neu gemacht? Nein. Ein Genie? Aber die Küche bei meiner Cousine. Ich habe ihr gestern geholfen und danach bei ihr geduscht. Echt? Gar nicht so dumm, der Elektroniker. Möchte ich Sie noch einmal herzlich willkommen heißen hier bei uns in Radolfzell. Mein Name ist Kaiser.
Ich bin hier in der Personalabteilung für die Aus- und Fortbildung zuständig. Vielen Dank, Frau Kaiser. Auf diesen Moment habe ich mich seit vielen Monaten gefreut. Ich bin sehr froh darüber, dass ich einige Monate bei Ihnen zu Gast sein darf. Ich hoffe, dass meine Mitarbeit hier nützlich für das Werk in Isando ist. Ich hoffe aber auch, dass ich mich hier in Radolfzell nützlich machen kann. Das wäre für beide Seiten am besten. Wir werden alles tun, damit sich Ihre Erwartungen erfüllen. Deshalb möchte ich mit Ihnen auch über das Programm sprechen, das wir für Sie ausgearbeitet haben. Ja, ich habe gesehen, dass Sie sich viel Mühe gemacht haben. Den Plan finde ich sehr gut. Das freut mich. Aber vielleicht gehen wir ihn doch kurz zusammen durch. Ja, natürlich. Gern. Also, heute, am Freitag, wollen wir Ihnen noch ein bisschen Zeit lassen, sich einzuleben. Ich mache Sie später mit einigen Mitarbeitern bekannt, mit denen Sie in den kommenden Monaten zusammenarbeiten. Danach geht unsere Frau Wunder kurz mit Ihnen durch die Stadt und zeigt Ihnen, was für Sie wichtig ist. Geschäfte, Rathaus, Post, Bank und so weiter. Das kann man hier ja alles in 4 bis 5 Minuten zu Fuß erreichen. Dann habe ich ja heute noch Zeit für einen Spaziergang am Bodensee. Aber sicher. Und am Wochenende auch. Montag geht es dann los. Dann beginnt der Ernst des Lebens. Wir haben gedacht, dass Sie mit einem kurzen Aufenthalt in unserer Verwaltung beginnen sollten. Personalabteilung, Rechnungswesen, Buchhaltung, Finanzen. Das ist natürlich nicht Ihr Interessenschwerpunkt, aber hier bekommen Sie einen guten Überblick über die Abläufe im Unternehmen. Hier laufen ja viele Fäden zusammen. Was meinen Sie? Ich bin ganz einverstanden. Das sind sicher 10 nützliche Tage. Schön. Nach dem 16. Mai würde dann der erste Schwerpunkt Ihres Praktikums in der Auftragslogistik beginnen. Die Auftragslogistik kümmert sich vom Auftragseingang bis zur Auslieferung darum, dass die Kunden pünktlich bekommen, was sie bestellt haben. Sie sollen dort möglichst an einem laufenden Projekt mitarbeiten, wenn es geht vom Anfang bis zum Ende. Projekt? Also an der Entwicklung? Nein, nein, in die Entwicklungsabteilung kommen Sie später. Als Projekt bezeichnen wir die Bearbeitung eines Auftrags, wie gesagt von A bis Z. Dazu gehört auch, dass die sogenannte auftragsbezogene Konstruktion die Sonderwünsche des Kunden umsetzt. Da haben Sie recht. Aber das ist eben nicht alles. Hier steht die Teamarbeit im Vordergrund. Herr Blank koordiniert das Auftragsbearbeitungsteam 1. Den stelle ich Ihnen nachher vor. Ich verstehe. Genau das interessiert mich. Darauf bin ich schon sehr gespannt. Am 16. Juni sollen Sie dann in den Vertrieb wechseln. Hier ist Herr Braun Ihr Ansprechpartner. Er leitet den Verkauf unserer Schraubenspindelpumpen im Ausland. Der Vertrieb nimmt Kontakt mit Interessenten auf, berät sie und arbeitet die Angebote aus. Die Bemühungen des Vertriebs gehen also eigentlich der Tätigkeit in der Auftragslogistik voraus. Ingenieure und Kaufleute arbeiten hier Hand in Hand. Sie sollen ja später in Isando auch im Vertrieb mitarbeiten, oder? Ja, genau. Das ist auch ein Grund dafür, dass ich jetzt bei Ihnen bin. Ich sehe, dass ich da fast einen Monat bleibe. Ja, vom 16.06. bis zum 11.07. Der Geschäftsbereich Schraubenspindelpumpen ist sicher der richtige Platz zur Vorbereitung auf Ihre zukünftigen Aufgaben. Der entwickelt sich sehr dynamisch. Und Sie vertreiben unsere Modellreihen ja auch auf dem südafrikanischen Markt. Ja, und deshalb ist es auch wichtig, dass ich mich in diesem Bereich intensiv anarbeiten kann. Am 14. Juli gehen Sie dann in die Forschung und Entwicklung und die auftragsbezogene Konstruktion steht auch wieder auf dem Programm. Für die Zeit vom 14. Juli bis zum 14. August haben wir also besonders an Ihre technischen Interessen gedacht. Und hier müssen Sie sicher voll einsteigen. Hier geht es um mehr als zugucken und aushelfen. Die Kollegen haben mir gesagt, dass das richtige Arbeit wird. Das finde ich gut. Das gefällt mir. Umso besser. Im darauf folgenden Monat geht es dann wieder um Technik. Da gehen Sie nämlich zu Herrn Engelmann in den Kundendienst. Nur schade, dass ich dann schon bald wieder ans Kofferpacken denken muss. Ah, noch nicht ganz. In der zweiten Septemberhälfte wollen wir Sie noch in die Qualitätssicherung stecken, die bei uns den gesamten Fertigungs- und Montageablauf überwacht. Da lernen Sie die verschiedenen Kontrollen und Probeläufe, Standards und Normen kennen und Sie arbeiten im Prüffeld mit. Dafür möchte ich mich besonders bedanken. Schön,
dass Sie daran gedacht haben. Ich war froh, als ich das auf dem Plan gelesen habe. Was meinen Sie? Könnte man diesen Teil vielleicht noch etwas verlängern? Das kann man überlegen. Wir wollen ja auch, dass Sie genug Zeit haben und nicht von Abteilung zu Abteilung hetzen. Wir wollen auf keinen Fall zu viele Punkte ins Programm packen. Zum Beispiel haben wir gar keinen Aufenthalt im Betrieb vorgesehen, also in der Fertigung, in der Montage und der Instandhaltung. Auch der gesamte Bereich Warenverkehr, Einkauf, Lager, Versand ist rausgefallen. Ja, das stimmt. Wir könnten ja eventuell die Zahl der Programmpunkte verringern, damit Ihre besonderen Interessen noch besser berücksichtigt werden können. Wir könnten den Besuch im Vertriebsbüro Hamburg streichen. Den hatten wir vom 1. bis zum 16. Oktober vorgesehen. Oder Ihren Urlaub vor der Heimreise. Sie haben ja Anspruch auf 14 Tage Urlaub. Sollen wir die streichen? Ha, warum nicht? Aber lassen wir doch im Moment alles so, wie es ist. Ich verstehe Sie so, dass wir das Programm auch später noch ändern können, wenn es nützlich sein sollte. Ich finde, im Augenblick haben Sie alles perfekt geplant. Vielen Dank dafür. Ich bin wirklich gespannt, was die kommenden Monate bringen. Mahlzeit. Hallo. Schmeckt das Essen nicht oder warum isst du nichts, Ali? Ich habe keinen Appetit. Geht es dir nicht gut? Ach, ich weiß nicht. Ich finde es gut, dass wir demonstrieren, aber ich habe Angst, dass Mattson das Werk trotzdem schließt. Die Verhandlungen zwischen dem Betriebsrat und der Geschäftsleitung haben bestimmt keinen Erfolg. Sei nicht so pessimistisch. Ich bin sicher, dass die Vertreter des Betriebsrates und die Geschäftsleitung einen Kompromiss finden. Außerdem sind wir noch jung. Wenn Mattson das Werk schließt und wir arbeitslos werden, finden wir sicher eine neue Stelle. Ja, das stimmt schon. Aber ich arbeite gern hier und mag meine Kollegen. Das alles möchte ich nicht verlieren. So fühlen wir uns alle. Aber Angst haben hilft uns nicht weiter. Wir sollten kämpfen, damit wir unsere Arbeit nicht verlieren. Ich finde es gut, dass der Betriebsrat mit Streik gedroht hat. Das Werk darf nicht schließen. Nicht nur für uns Mitarbeiter, auch für die Stadt ist das sehr wichtig. Die Stadt braucht die Steuern, die Mattson zahlt. Ohne Mattson hat Unterrode keine Zukunft. Eva, die große Kämpferin. Aber du hast natürlich recht mit dem, was du sagst. Ich finde es auch gut, dass der Betriebsrat mit Streik gedroht hat. Und es ist wahrscheinlich nicht gut, so pessimistisch zu sein. Genau. Noch haben wir ja eine Chance, dass das Werk hier bleibt. Hoffentlich hast du recht. Guten Tag. Ich habe gesehen, dass Sie besondere Kreditangebote für Existenzgründer haben. Ja. Was für ein Geschäft wollen Sie denn eröffnen? Meine Frau und ich möchten einen Taxiservice zu den Flughäfen anbieten. Haben Sie schon einen Geschäftsplan? Ja, ich habe ihn auch mitgebracht. Hier ist er. Vielen Dank. Wie viel Geld brauchen Sie denn? Wir brauchen insgesamt 100.000 Euro. 30.000 Euro haben wir gespart. Also 70.000 Euro Kredit. Ich weiß aber jetzt noch nicht, ob Sie den Kredit bekommen. Vorher muss ich Ihre Unterlagen genau ansehen. Wann bekommen wir Bescheid? Ich rufe Sie in den nächsten Tagen an. Herr Niemeyer, Sie arbeiten bei der Verbraucherzentrale Wiesbaden. Bei welchen Problemen kommen die Konsumenten zu Ihnen? Oft kommen sie, weil sie einen Vertrag für eine Ware oder Dienstleistung unterschrieben haben, die sie dann doch nicht haben wollen. Oder weil ein Produkt schnell kaputt gegangen ist. Gestern hat zum Beispiel eine Frau angerufen, weil sie im Internet ein Smartphone bestellt hat, das dann nicht funktioniert hat. Sie war nicht sicher, ob sie das Gerät problemlos zurückschicken kann. Heute Vormittag war ein Mann hier, der ein Motorrad bestellt und auch schon bezahlt hatte, aber das Geschäft konnte es nicht liefern. Er brauchte Hilfe, weil er Probleme hatte, sein Geld zurückzubekommen. Können Sie immer helfen? Wir können oft helfen, wenn die Leute etwas in Internetgeschäften oder anderen Geschäften gekauft haben und Probleme haben. Schwieriger ist es, wenn man etwas von einer Privatperson gekauft hat, zum Beispiel ein Fahrrad, denn dann gibt es in der Regel keine Garantie, wenn es schon nach wenigen Tagen kaputt geht.
Guten Tag. Entschuldigen Sie, wenn ich in der Mittagspause störe. Ich bringe da eine Palette Kopierpapier. Ah ja. Nein, das macht nichts. Ich weiß Bescheid, dass Sie kommen. Gut, dass Sie da sind. Die Leute in der Buchhaltung warten schon auf das Papier. Moment, ich hole den Schlüssel. Die Tür dort ist zu. Alles klar. Ich fahr schon mal an die Rampe. So, diese Palette fahren wir in den Materialraum. Am Ende des Flures die letzte Tür links. Moment, ich gehe vor. Stellen Sie die Palette da links am Fenster ab. Oder gleich hier an der Tür. So ist es gut. Und die zweite Palette stellen wir auf den Flur. Das Papier brauchen wir heute Nachmittag in den Büros. Aber ich habe nur diese eine Palette. Was? Nur eine? Komisch. Frau Rosenberger hat notiert, zwei Paletten. Ja, aber ich bringe nur eine. Ich hatte nicht mehr Platz auf dem Wagen. Morgen oder übermorgen kommt ein Kollege mit dem Rest. Ach so, Herr Roland. Dann müssen Sie die Palette auf den Flur stellen. Die Leute brauchen das Papier. Gut, dann sagen Sie mir nur wohin. Am besten dort neben den Fotokopierer. Ist es gut so? Ja, vielen Dank. Wo habe ich denn den Lieferschein? Ach ja, da ist er. Ich brauche noch Ihre Unterschrift. Hier ist ein Kugelschreiber. So, das wär's dann. Und wissen Sie denn, wann das genau kommt? Dann ist ja, also die Frau Rosenberger, ich habe ja mit der telefoniert. Aha. Die hat mir dann gesagt... So, hört mal bitte zu. Ruhe bitte. Psst. Ich erkläre euch jetzt das Haus und anschließend belegt ihr eure Zimmer. Wir sind hier am Haupteingang. Der Flur hier links führt zu den zwei Klassenzimmern und rechts ist der Speisesaal. Zwei Klassenzimmer? Warum denn zwei? Naja, ihr seid nicht allein hier. Es ist noch eine andere Klasse hier, eine achte, übrigens auch aus München. Wo ist unser Klassenzimmer? Unser Klassenzimmer ist hier vorn links. Und der Speisesaal? Theo, du denkst natürlich gleich wieder ans Essen. Der Speisesaal ist hier rechts. Hinten ist die Küche. Aber das zeige ich euch nochmal, wenn der Küchendienst beginnt. Was? Küchendienst? Klar, was denkst du denn? Wir sind doch nicht im Hotel. Küchendienst, so ein Quatsch. Die Treppe da hinten führt zu den Schlafzimmern. Die Mädchenschlafzimmer sind im ersten Stock, die Jungen sind ganz oben. Was, ganz oben? Die Mädchen müssen nur in den ersten Stock und wir in den zweiten. Mist. Nun hab dich nicht so. Ich denke, du bist so stark. Jetzt reicht's aber. Können wir eigentlich irgendwo Basketball spielen? Ja, draußen auf dem Spielplatz. Und Tischtennis? Auch draußen? Nein, der Tischtennisraum ist unten im Keller. Da ist übrigens eine Bibliothek und auch ein Spielzimmer für Schach und so weiter. Und eine Disco. Hey! Wow, super! Cool. Was, wo? Wo ist eine Disco? Unten im Keller. Noch eine Frage bitte. Machen wir eigentlich immer Unterricht im Klassenzimmer? Nein, wir bleiben drin, wenn wir die Tafel brauchen. Aber wir sehen zu, dass wir oft rausgehen. Draußen macht's mehr Spaß. So, und jetzt geht bitte auf euer Zimmer und macht eure Betten. Was? Betten machen? Ich habe noch nie in meinem Leben mein Bett selbst gemacht. Dann wird's aber Zeit. Gestern habe ich ein Video mit einem Radfahrer im Internet gesehen, der ist 100 km/h gefahren. Absoluter Blödsinn. Das Video muss gefälscht sein. Nein, nein. Hinter dem Radfahrer fährt ein Auto. Und auf der Videoaufnahme sieht man den Tachometer des Autos. Es dürfte wirklich echt sein. Ganz sicher nicht. Die Aufnahme muss falsch sein. Was soll an so einem Video gefälscht sein? Erklär mir das.
Naja, jemand könnte das Video mit dem Computer verändert haben. Das geht. Na klar. Ich habe einmal so ein Video gesehen. Da hat jemand eine Dose geschüttelt und sie dann aufgemacht. Und dann? Na, die Cola ist aus der Dose gespritzt. Total stark. Der Junge konnte die Dose fast nicht halten. Wahrscheinlich eine Spezialcola. Nein, nein. In Wirklichkeit hat der Junge gleichzeitig einen Gartenschlauch in der Hand gehalten. Und es hat aus dem Gartenschlauch gespritzt. Und den Schlauch hat man auf dem Video gar nicht gesehen? Nein, den hat er offenbar mit dem Computer aus dem Video gelöscht. Ich habe gehört, es soll ganz einfach sein. Weißt du, was uns letztens passiert ist? Nein, erzähl. Also, wir haben einen Nachbarn, der im Garten ein paar Hasen hat. Hasen? Ja. Für seine Kinder zum Spielen. Letzte Woche hatten meine Eltern Besuch. Als sie beim Abendessen waren, wollte der Hund hinaus, also haben wir ihn aus dem Haus gelassen. Als wir ihn aber nach einer Stunde wieder hereinlassen wollten, waren wir alle ziemlich erschrocken. Der Hund hat uns nämlich einen toten Hasen von den Nachbarn ins Haus gebracht. Was habt ihr dann gemacht? Habt ihr die Geschichte dem Nachbarn erzählt? Nein, wir haben gehofft, dass der gar nichts bemerkt hat. Ich habe den Hasen sauber gemacht, bin in den Garten des Nachbarn gegangen und habe ihn heimlich zurück in den Käfig gelegt. Die Kinder des Nachbarn waren sicher traurig, als sie den toten Hasen gefunden haben. Nein, überhaupt nicht. Am nächsten Tag haben sie mir ganz aufgeregt erzählt, dass bei ihnen etwas Seltsames passiert ist. Ein kleiner Hase ist vor einigen Tagen gestorben, haben sie gesagt, und sie haben ihn im Garten begraben. Aber nun, einige Tage später, liegt dieser Hase wieder in seinem Käfig. Das konnten sie sich überhaupt nicht erklären. Hast du ihnen dann die Geschichte erzählt? Nein, das habe ich lieber nicht gemacht. Hallo Peter, lang nicht gesehen. Hattest du einen schönen Urlaub? Nein, ehrlich gesagt eher nicht. Meine Frau war krank. Sie hat über eine Woche mit Fieber und Grippe im Bett gelegen. Oh nein. Und das Hotelzimmer war nicht besonders schön. Es war schmutzig und ziemlich laut. Also gesund kann man da nicht werden. Ach Mensch, das tut mir leid. In der letzten Woche war sie dann fast wieder gesund. Aber viel gemacht haben wir nicht. Das Wetter war total schlecht. Es hat fast nur geregnet. Und zu kalt für die Jahreszeit war es auch noch. Oh nein, da hattet ihr ja richtig viel Pech. Ja, wir waren schon oft in Italien am Gardasee. Das Wetter war immer super. Nicht zu heiß, aber warm und sonnig. Doch dieses Jahr, meine Frau sagt, das war das letzte Mal. Sie fährt nie wieder nach Italien. Das kann ich gut verstehen. Aber wie war dein Urlaub? Du siehst gut aus. Ja. Wir hatten Glück. Unser Urlaub war einfach super. Das Wetter war wunderbar. Das Hotel auch. Und das Essen war total lecker. Und viele interessante Menschen haben wir auch getroffen. Also wenn du noch einen Tipp für den nächsten Urlaub brauchst, Portugal ist klasse. Also, ich kann dir da ganz viele Tipps geben. Oh, noch 10 Schachteln einräumen und ich muss um 6 Uhr bei Max sein. Ich werde wieder nicht pünktlich fertig. Es stört mich, wenn wir jeden Tag so lange arbeiten müssen. Ach, ich hasse den Job. Warum machst du dauernd so lange Pausen? So wirst du nie pünktlich fertig. Das ist meine Sache. Mach du deine Arbeit. Sarah, du musst noch die Kalender an die Wand hängen und die Dosen ins Regal räumen. Lukas, stell die Flaschen in die Kisten. Wenn ihr fertig seid, könnt ihr gehen. Danke, Herr Huber. Das passt gut. Ich muss sowieso um 6 zu Hause sein. Ich muss... Ja, ja. Ist schon gut. So, zuerst die Kalender an die Wand hängen und jetzt die Dosen. Oh nein, Lukas! Was hast du gemacht? Ich? Das warst du! Was ist da los? Das war die Kleine! Ich bin fertig, Herr Huber. Ich muss weg. Tschüss, Sarah. Auf Wiedersehen, Herr Huber. Aber Herr Huber, ich... Kannst du nicht aufpassen? Alle Flaschen sind kaputt. Nein, das stimmt nicht. Ich... Natürlich stimmt das. Alle Flaschen sind kaputt. Das musst du natürlich bezahlen. Aber Herr Huber,
Wenn ich das bezahlen muss, habe ich den ganzen Monat umsonst gearbeitet. Mach das sauber. Ich habe jetzt keine Zeit. Da drüben warten Kunden. Guten Tag, Frau Hacker. Haben Sie alles? Ja, danke, Herr Huber. Der junge Mann, muss der jetzt die Flaschen alle bezahlen? Welcher junge Mann? Naja, da war doch gerade noch ein junger Mann. Der hat doch die Flaschen kaputt gemacht. Ein junger Mann, sagen Sie? Florian, was machst du da? Ich suche etwas für den Familienurlaub. Aha, wohin wollt ihr fahren? Papa möchte nach Italien, Mama möchte zum Waldsee. Ich suche jetzt Hotels im Internet. Aber da, schau, da habe ich eine andere Internetseite. Verrückte Reisen. Die Urlaube sind wirklich cool. Mount Everest Expedition, 71 Tage. Pro Person 40.000 Euro, das meinst du nicht ernst? Ja, ich weiß, ist nur Spaß. Wie sagt man? Eine Reise im Kopf. Aber Florian Steiner mit Familie auf dem Mount Everest? Das klingt doch gut, oder? Du bekommst doch eine Postkarte. Da gibt es noch etwas, schau. Bitte sehr, unser Sonderangebot. Für 20 Millionen Euro zur internationalen Raumstation. Kinder unter 15 Jahren zahlen den halben Preis. Ach nein, vielen Dank, nein, danke. Das nehme ich doch nicht. Ich habe ein bisschen Flugangst und ich brauche frische Luft. Dann passt vielleicht das hier. Mit der Queen Victoria in 99 Tagen um die Welt. Das kostet nur 300.000 Euro pro Person. Nein, das habe ich schon gemacht, aber da waren viel zu viele Menschen auf dem Schiff. Das Schiff war viel zu klein. Na dann vielleicht doch Italien. Vielleicht das Hotel Angelo in Bibione. 80 Euro Vollpension für zwei Personen. Kann ich bitte die Marmelade haben? Ja, bitte. Heute ist der 20. September. Hurra! Oh, oh mein Kopf. Heinzi, guten Morgen. Oh. So, hast du etwa einen Kater? Und was für einen? Oh, aber das ist mir egal. Heute ist der 20. und alles ist gut. Weißt du auch, wem du das verdankst? Ja, dem Bier und dem Schnaps. Durch meinen Rausch habe ich den letzten Anmeldetermin fürs Examen verpasst. Ich bin exmatrikuliert. Ich brauche nie mehr in die Uni. Der Albtraum ist vorbei. Blackout nennt man sowas. Kannst du dich nicht mehr an gestern erinnern? An gestern Abend? An gestern schon. Aber an den Abend? Was war denn da? Oh, hier, lies. Anmeldung zum Staatsexamen, persönlich erschienen, ist hiermit zum ersten Staatsexamen angemeldet. Stempel, Unterschrift? Ich werd verrückt. So kurz vor der Prüfung? Bitte nicht. Oh. Willkommen im automatischen Frachtauskunftssystem der Lufthansa Cargo. Für Informationen zu einer Sendung drücken Sie bitte die 1, für aktuelle Abflugs- und Ankunftsinformationen die 2. Bitte geben Sie die Frachtbriefnummer ein und beenden Sie die Eingabe mit der Gittertaste. Einen Moment bitte. Die eingegebene Frachtbriefnummer ist uns nicht bekannt. Bitte geben Sie die 11-stellige Frachtbriefnummer nochmals ein und beenden Sie Ihre Eingabe mit der Gittertaste. Einen Moment bitte. Ihre Sendung ist am 31. August um 13.10 Uhr in New York mit Lufthansa-Flug LH404 angekommen und wurde am 2. September von Spedition Schenker, New York übernommen.
Eine Stadt in idyllischer Umgebung, im äußersten Süden Deutschlands. Sind das gute Bedingungen für einen attraktiven Wirtschaftsstandort? Aber sicher, warum denn nicht? Radolfzell liegt zwar am südlichen Rand der Bundesrepublik, aber es liegt im Zentrum der Euroregion Deutschland, Schweiz, Österreich, Frankreich. Es ist verkehrsmäßig hervorragend erschlossen, per Auto, Bahn und Flugzeug sehr gut zu erreichen. Stuttgart, Zürich und Friedrichshafen bieten ausgezeichnete nationale und internationale Flugverbindungen. Wir haben eine gesunde, diversifizierte, mittelständisch und handwerklich geprägte Wirtschaftsstruktur. Unternehmergeist, Innovationsfreude und Flexibilität haben hier eine lange Tradition. Denken Sie nur an den Pumpenhersteller Allweiler. Wegweisende Erfindungen haben dieses Unternehmen groß gemacht. Seit über 130 Jahren operiert es von Radolfzell aus und ist heute ein weltweit bedeutendes Unternehmen, das ungefähr die Hälfte seines Umsatzes im Ausland macht. Woran denken Sie, wenn Sie von den gewerblichen Traditionen im Bodenseeraum und insbesondere in Radolfzell sprechen? Nun, der größte Arbeitgeber am Ort ist die Schießer AG, ein bedeutendes Unternehmen der Textilindustrie. Schießer ist der größte europäische Wäschehersteller. Das Stammhaus in unserer Stadt hat den Ruf Radolfzells als ein Zentrum der Textilindustrie begründet. In der Leder-, Textil- und Bekleidungsindustrie arbeiten 2000 Radolfzeller. Außerdem ist der Maschinenbau bei uns vertreten, der seit jeher einen Schwerpunkt in Süddeutschland und besonders bei uns in Baden-Württemberg hat. Auf Allweiler habe ich ja schon hingewiesen, das ist im Maschinenbau die Nummer 1 in Radolfzell. Mit der Firma TRW Fahrzeugelektrik GmbH ist ein internationaler Autozulieferer in Radolfzell vertreten, der viertgrößte weltweit. Damit haben wir bei uns ein bedeutendes Unternehmen der Elektroindustrie. Die Radolfzeller Niederlassung liefert elektrische und elektronische Komponenten an die Automobilindustrie, von ferngesteuerten schlüssellosen Schließanlagen bis zu multifunktionalen Instrumenten fürs Armaturenbrett. Aber das Fundament sind nicht nur die Großen. Insgesamt haben wir 215 Betriebe des verarbeitenden Gewerbes. Dort sind 6000 Menschen beschäftigt. Gerade die kleineren Betriebe sind charakteristisch und wichtig für unsere Struktur. Immerhin, allein etwa 2000 von den 6000 arbeiten in der Textil- und Bekleidungsindustrie, sagten Sie, also in einer Branche, die als Problembereich gilt. Hier wurden doch in den vergangenen Jahren die meisten Arbeitsplätze in Länder verlagert, in denen Arbeit weniger als in Deutschland kostet. Wie sieht es denn auf dem Arbeitsmarkt aus? Wie hoch ist die Arbeitslosigkeit? Wie ich schon gesagt habe, bei uns gibt es keine einseitigen Abhängigkeiten von einem einzigen Wirtschaftszweig. Wir haben keine wirtschaftliche Monostruktur. Zum Beispiel haben wir auch bedeutende Unternehmen der Lebensmittelindustrie in der Region und auch in Radolfzell selbst. Die Weltfirma Maggi in Singen zum Beispiel ist auch für unsere Stadt ein wichtiger Arbeitgeber. Diese diversifizierte Struktur hat uns in den vergangenen Jahren vor hoher Arbeitslosigkeit bewahrt. Aber natürlich mussten auch gerade unsere großen Arbeitgeber schmerzhafte Strukturanpassungen vornehmen, die Arbeitsplätze gekostet haben. Im Kreis Konstanz liegt die Arbeitslosenquote heute zwischen 8 und 9%. Immerhin liegen wir damit noch deutlich unterm Bundesdurchschnitt. Aber natürlich sind wir nicht zufrieden. Eine ganz andere Frage. Radolfzell wird auch gern als Bundeshauptstadt für Natur- und Umweltschutz bezeichnet. Was ist damit gemeint? Radolfzell war und ist ein Vorreiter bei Natur- und Umweltschutzaktivitäten. Schon in den frühen 80er Jahren haben wir damit begonnen, unsere Innenstadt autofrei zu machen. Heute sind diesem Beispiel viele Kommunen gefolgt. Wir erhalten und erweitern die zum Teil einzigartigen Natur- und Landschaftsräume in und um Radolfzell. Wir investieren ständig in Maßnahmen zur Renaturierung unseres Seeufers und wir leisten uns ein eigenes städtisches Umweltamt. Aber passt das zusammen? Umwelt- und Naturschutz auf der einen Seite, Wirtschaftsförderung auf der anderen Seite. Geht nicht das eine auf Kosten des anderen? Das passt sehr gut zusammen, jedenfalls bei uns in Radolfzell, und zwar aus verschiedenen Gründen. Erstens hat sich bei uns die Industrie zusammen mit der Stadt entwickelt. Die Stadt braucht ihre Unternehmen und die Unternehmen brauchen eine intakte Stadt, in der und für die es sich lohnt zu arbeiten, die eine gesunde Grundlage für Investitionen in Anlagen, Maschinen und nicht zuletzt ins Personal bietet. Gerade die größeren Unternehmen arbeiten in Sachen Umweltschutz eng mit der Stadt zusammen und leisten einen aktiven Beitrag.
Zweitens brauchen wir den Umweltschutz, wenn Radolf Zell weiterhin ein wichtiger Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Tourismus bleiben will. Jährlich haben wir ca. 270.000 Übernachtungen in Hotels, Privatunterkünften und in der bekannten medizinischen Rehabilitationseinrichtung Mettnau Kur. Dort werden Herz- und Kreislaufpatienten behandelt. Diesen wichtigen Wirtschaftsfaktor wollen wir nicht verlieren. Eine intakte Umwelt ist dabei unser wichtigstes Kapital. Und drittens, wir meinen, Umweltinvestitionen schaffen die Märkte und Arbeitsplätze von morgen. Die Stadt Radolfzell fördert zum Beispiel die Installation von privaten Solaranlagen, also die Nutzung von Sonnenenergie für Warmwasser, elektrischen Strom und Heizung in Privathäusern. Eine Reihe von mittelständischen und Handwerksbetrieben sind inzwischen in diesem Bereich erfolgreich tätig. Zurzeit führen wir ein Pilotprojekt Ökologisches Bauen durch. Auch davon erwarten wir wichtige Impulse. Sie haben von Förderprogrammen und Hilfen gesprochen. Wie können Sie Firmengründern und Investoren, die sich bei Ihnen niederlassen wollen, außerdem noch helfen? Wir sind gerade dabei, unser Stadtmarketing weiterzuentwickeln. Aber schon heute finden Investoren bei uns jede Hilfe. Wir weisen Gewerbegrundstücke zu günstigen Preisen aus. Wir öffnen die Türen zu den richtigen Ansprechpartnern in den Behörden, wenn es um Firmengründung und Bau von Betriebsanlagen geht. Und wir haben das Glück, dass das Land Baden-Württemberg attraktive Förderprogramme für Existenzgründer und Investoren zu bieten hat. Hier haben wir ein deutliches Plus gegenüber anderen Bundesländern. Auch in dieser Richtung beraten wir jeden Interessenten. Vielen Dank für das Gespräch. Wir befinden uns in Germering, einer kleinen Stadt direkt vor den Toren von München. Auch hier gibt es eine Volkshochschule und heute ist Einschreibetermin für das Frühjahrssemester. Der Andrang ist gewaltig. An den Schaltern haben sich lange Schlangen gebildet. Wir fragen jetzt einfach mal einige Leute, warum sie heute hier sind. Ich will einen Rhetorikkurs machen, damit das, was ich sagen will, auch wirklich rüberkommt, verstehen Sie? Ich habe nämlich oft gute Ideen, aber was nützt mir das, wenn ich sie dann nicht richtig ausdrücken kann? Bei uns in der Firma setzen sich oft die größten Idioten durch, nur weil sie besser reden können. Ich hoffe, der Kurs bringt mir was. Ich möchte endlich Italienisch lernen. Nicht perfekt, nur so viel, dass ich mich im Urlaub verständigen kann. Ich hab's schon mit einem Selbstlernkurs versucht. Aber so ganz allein lernen, das klappt bei mir einfach nicht. Hier in der VHS habe ich meine Gruppe, meinen festen Termin und einen Lehrer, den ich fragen kann, wenn ich mal was nicht verstehe. Warum ich hier bin? Tja, ich bin zurzeit leider arbeitslos. Darum mache ich jetzt eine Computerfortbildung, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, was man halt so braucht heutzutage. Ich hoffe, dass das meine Chancen auf einen Job erhöht. Eigentlich hätte ich sowas schon vor Jahren machen sollen. Wenn Sie meine Verspannungen hätten, würden Sie mich das jetzt nicht fragen. Es ist furchtbar. Mein Rücken, mein Nacken, sogar meine Beinmuskulatur. Alles ist völlig verkrampft. Es gibt Tage, wo ich kaum aus dem Bett komme. Mein Heilpraktiker sagt, sowas hat er noch nicht gesehen. Ich habe schon alles Mögliche versucht. Nichts hat geholfen. Jetzt versuche ich es mal mit diesem autogenen Training. Das ist mir empfohlen worden. Ich interessiere mich schon lange für Astronomie. Für mich ist das so eine Art Hobby. In klaren Nächten bin ich oft mit dem Fernglas unterwegs und gucke mir den Himmel an. Jetzt will ich hier einen Kurs machen, um Leute mit gleichen Interessen kennenzulernen und auch um Tipps zu bekommen. Ich möchte mir demnächst ein gutes Teleskop kaufen. Sowas ist nicht billig. Da könnte es schon ganz nützlich sein, vorher mit erfahrenen Leuten drüber zu reden. Kane, hier ist Braunert. Ich rufe Sie wegen unseres morgigen Interviewtermins um 6:30 an. Mir ist noch eine Idee gekommen. Ich könnte gleich noch ein paar Fotos von Ihnen machen. Hoffentlich sind Sie damit einverstanden. Sie hatten mir ja auch gesagt, dass Sie einige private und dienstliche Fotos dabei haben, die Sie mir überlassen könnten. Bitte vergessen Sie die Bilder nicht. Ich gebe sie Ihnen natürlich hinterher wieder zurück. Falls es noch irgendetwas gibt, so können Sie mich unter der Nummer 57802 heute Abend ab 8 erreichen.
Ansonsten bis morgen Abend. Danke. Petersen? Hallo, Ulla? Hier ist Emily. Hallo, Emily. Bist du gut in Sardinien angekommen? Ja, ich bin endlich da. Aber es war nicht so einfach. Warum? Was war los? Erzähl. Naja, zuerst bin ich nach Lyon geflogen. Hattest du da schon ein Problem? Nein, nein. Ich bin pünktlich in Lyon angekommen. Und Martin hat mich vom Flughafen abgeholt. Wie lange warst du denn bei ihm? Ich bin 3 Tage dort geblieben und dann mit dem Zug weitergefahren. Und da haben dann die Probleme angefangen. Welche Probleme? Der Zug ist zu spät in Genua angekommen. Oh je. Und du hast wahrscheinlich dein Schiff nicht bekommen? Ja, mein Schiff war schon weg. Was hast du dann gemacht? Ich bin eine Nacht in Genua geblieben, in der Jugendherberge. Hat dann am nächsten Tag alles geklappt? Mit dem Schiff und so? Mit dem Schiff schon. Aber ich habe ein bisschen zu lange geschlafen und habe dann meine Handtasche in der Jugendherberge vergessen. Und in der Tasche war die Fahrkarte für das Schiff, richtig? Nein, die hatte ich in meiner Jacke. Das war gut. Und deine Tasche? Die kommt morgen mit der Post. Die Frau in der Jugendherberge war richtig nett. Ich habe sie angerufen und sie hat die Tasche sofort hierher geschickt. Das war dann Glück im Unglück. Stimmt. Übrigens, das Wetter ist fantastisch hier. Schön für dich. In Hamburg regnet es. Jetzt wird's wohl Zeit, dass wir uns etwas näher kennenlernen. Einige kennen sich ja bereits persönlich, beziehungsweise aus der täglichen Zusammenarbeit. Aber die meisten sind, glaube ich, zum ersten Mal bei so einem Fortbildungsseminar. Ich fange mal an, die 5 Personen hier rechts von mir vorzustellen. Kommen Sie mal bitte vor. Ja, Sie, Herr Zörgiebel. Peter Zörgiebel. Danke. Sie sind doch der Mann mit den vielen romanischen Sprachen. Spanisch, Portugiesisch und, wenn ich mich recht erinnere, auch Französisch. Ist ja fantastisch. Dabei haben Sie ja gar nicht Sprachen studiert, sondern Betriebswirtschaft. An der Fachhochschule Bonn. Und zwar als Aufbaustudium zu Ihrer kaufmännischen Ausbildung als Industriekaufmann. Was machen Sie eigentlich am liebsten in Ihrer Freizeit, Herr Zörgiebel? Freizeit, das ist ein Fremdwort für mich. Wenn mich die Arbeit loslässt, dann gibt's für mich nur eins. Entspannen, ausruhen, relaxen. Sagen Sie uns auch noch Ihre Telefonnummer. Sie wissen schon, wegen der späteren Kontakte. Beruflich oder privat? Beruflich dürfte genügen. Beruflich, da bin ich unter 0221 16 27 22 2 zu erreichen. Wollen Sie auch meine Handynummer? Nein, danke. Ich glaube, eine Nummer ist genug. Ich darf nochmal wiederholen. Vorwahl 0 22 1, dann die 16, 27 und Ihre Durchwahl war... 222. Danke. Das soll fürs Erste reichen. Ich gehe nun gleich weiter zu der Dame neben Herrn Zörgiebel, gleichzeitig die Chefin, wenn ich recht informiert bin. Frau Christine Kotthoff-Bergner, studierte Volljuristin, wie es so schön heißt, und bei der Firma Permacor als Leiterin des kaufmännischen Bereichs mit Prokura tätig. Dienstlich ist sie, wie Herr Zörgiebel, unter der Kölner Vorwahl zu erreichen. Rufnummer 16270 oder Durchwahl 1627 und dann die 220. Außerdem sind Sie auch über Ihr Mobiltelefon zu erreichen. Sie pendeln zurzeit viel zwischen Köln und Berlin hin und her. Dort haben Sie ja noch immer Ihre Wohnung. Bleibt da noch Zeit für Hobbys? Sie werden lachen. Aber gerade durch die vielen Fahrten zwischen Berlin und Köln komme ich viel zum Lesen, auch privat. Bücher, Zeitschriften und Zeitungen. Und das tue ich sowieso am liebsten. Kommen wir noch zu Ihren Fremdsprachenkenntnissen. Sie können sich ja nicht nur auf Englisch, sondern auch auf Russisch verständlich machen. Und natürlich auf Deutsch.
Tja, und weil wir gerade bei den Fremdsprachen sind, wollen wir gleich zu unserem Mitarbeiter auf Zeit weitergehen. Herrn Mario Silva aus Portugal. Geboren sind Sie aber in Salvador in Brasilien, nicht wahr? Ja, das stimmt. Herr Silva arbeitet in den nächsten Monaten hier in Köln, als Ingenieur in der Abteilung F&E. Das ist richtig. Entschuldigung, in welcher Abteilung? F&E, also Forschung und Entwicklung. Ja, ich weiß, schrecklich, diese Abkürzungen. Herr Silva spricht natürlich Portugiesisch, wie Sie vorhin schon hören konnten. Dazu fließen Deutsch und auch noch Englisch. Ist das so richtig, Herr Silva? Ja, sagen wir besser, ein bisschen Englisch und Deutsch nicht fließend. Nun seien Sie mal nicht so bescheiden, Herr Silva. In unserem Fragebogen haben Sie als Hobby Reisen angegeben. Wollten Sie deshalb auch nach Köln zum Arbeiten? Natürlich. Aber der Hauptgrund war es nicht. Außerdem schwimme ich ja noch gern und dazu hätte ich nicht nach Deutschland kommen müssen. Zum Schluss noch Ihre Telefonnummer. 1-6-2-7-0 oder statt der 0 die 2-77. Vorwahl wie bekannt 0-2-2-1. Gut, vielen Dank, Herr Silva. Kommen wir zu der Dame mit den schönen Ohrringen, Frau... Oellinger. Stefanie Oellinger. Vielen Dank, Frau Oellinger. Wie konnte ich Ihren Namen bloß vergessen? Frau Oellinger kommt ja nicht hier aus der Gegend, sondern aus Salzburg in Österreich. Hat sich hier in der Kölner Bucht und auch an ihrem Arbeitsplatz als Sachbearbeiterin bestens eingelebt und eingearbeitet. Ihre Telefonnummer habe ich hier auf dem Zettel... Wo ist er denn? Ah ja, hier habe ich ihn ja. Vorwahl 0227, Rufnummer 2478 und die Durchwahl 18. Außer Deutsch spricht sie Englisch und Bayerisch. Das ist auch Deutsch. Natürlich, natürlich. Bei den Freizeitbeschäftigungen haben Sie ja die längste Liste erstellt. Kunstradfahren, Seidenmalerei, Tai Chi und tagelange Wanderungen in den Bergen. Damit hätten wir wohl alle... Ach nein, entschuldigen Sie, Herr Kiel, jetzt hätte ich Sie beinahe vergessen. Ich darf also noch last but not least vorstellen Dr. William Kiel. Kiel mit 2 E und William mit 2 L. Herr Kiel ist Arzt für Allgemeinmedizin und Homöopathie. Er ist Amerikaner. US-Amerikaner, um genau zu sein, spricht Deutsch, Niederländisch und, wenn ich richtig gelesen habe, Latein und Esperanto. Ja, das ist schon richtig, aber wenn ich Sie etwas korrigieren darf, eigentlich bin ich gebürtiger Deutscher. Ich bin nämlich in Würzburg geboren, direkt am Main. Und Latein spreche ich eigentlich nicht, ich benutze diese Sprache nur für medizinische Fachbegriffe. Danke, Herr Kiel, für diese Ergänzungen. Herr Kiel ist hier bei uns ganz neu. Er hat noch nicht mal eine feste Telefonnummer. Aber das wird sich bald ändern. Wie sieht's denn mit Ihrer Freizeit aus? Sprachen sind mein Hobby. Wie bitte? Wenn es meine Freizeit zulässt, beschäftige ich mich am liebsten mit alten Sprachen, aber auch mit Dialekten. Mit besonderem Interesse habe ich zum Beispiel festgestellt, dass im Deutschen... Werner, was machst du? Ich hänge gerade das Bild an die Wand. Warum hängst du jetzt das Bild an die Wand? Die Gäste kommen gleich. Jetzt aber los. Warum? Was soll ich denn machen? Na, hör mal. Erstmal muss die Leiter weg. Stell bitte die Leiter auf den Balkon. Ja, ja. So, die Leiter ist jetzt weg. Werner? Ja. Hol bitte auch das Mineralwasser vom Balkon. Machst du das? Ja, natürlich. So. Noch was? Ja, wir brauchen noch Stühle. Wie viele denn? 2. Stellst du noch 2 Stühle an den Tisch, bitte? Ja, okay. Gut so? Ja, prima. Und nimm bitte die Vase aus dem Regal. Ja. Hier ist die Vase. Dann stell doch bitte die Blumen in die Vase. Die Blumen? Wo sind denn die Blumen? Hier, in der Küche. Ach ja, hier.
Dann kann ich ja jetzt... Nein, Moment, wir sind noch nicht fertig. Stell bitte die Blumen auf den Tisch. Okay. Die Blumen sind auf dem Tisch. Noch was? Ja, dein Mantel. Warum ist der denn hier? Häng bitte den Mantel in den Schrank. Der Mantel ist im Schrank. Was jetzt? Bitte. 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 Ach, Bubu. Was machst du denn da? Was? Bubu ist noch frei? Bitte, Werner. Setzt du den Papagei in den Käfig? Natürlich. Komm, Bubu. Ja, so machst du das schön. Du, Eva, deine Gitarre liegt hier auf dem Sofa. Soll die hier bleiben? Nein, natürlich nicht. Leg bitte die Gitarre ins Schlafzimmer. Ja, okay. Sind wir jetzt endlich fertig? Ja, gleich. Nur noch der Wein. Holst du noch den Wein aus dem Keller? Ach ja, der Wein. Den hole ich gleich. Hallo, hier Stratmann. Hallo, Eva. Eva, es tut mir leid, aber wir können heute nicht kommen. Erwin hat mal wieder so Zahnschmerzen. Endlich Pause. Wo ist das warm hier? Ich mache mal das Fenster auf. Susanne, was machst du da? Es ist kalt. Kannst du bitte das Fenster zumachen? Was? Es ist doch nicht kalt. Es ist warm. Du sollst das Fenster zumachen. Nein, ich mache das Fenster nicht zu. Dann mache ich das Fenster zu. Du spinnst wohl. Was ist denn los? Susanne und Erik, was macht ihr da? Oh, nichts. Also gut, die Pause ist zu Ende. Aber es ist sehr warm hier. Erik, kannst du bitte mal das Fenster aufmachen? Ja, Herr Schmidt. Hihihi, Erik muss das Fenster aufmachen. Was ist los? Was ist denn los hier? Ruhe. Ich muss immer daran denken, das war so schön. Was denn? Erzähl doch. Also, gleich morgens, da hat mein Mann Kaffee gekocht und das Frühstück gemacht. Das ist ja nett. Und dann hat er die Wohnung aufgeräumt. Wirklich? Ja. Die Wäsche hat er auch gewaschen. Was? Das hat mein Mann noch nie gemacht. Mittags hat er ganz alleine gekocht. Und das Geschirr? Hat er gespült? Und dann die Küche geputzt. Unglaublich. Und dann ist er zum Supermarkt gefahren und hat eingekauft. Toll. Ich muss immer alleine einkaufen. Er hat auch einen Blumenstrauß für mich mitgebracht. Wie süß. Und abends hat er Kerzen auf den Tisch gestellt. Oh, wie romantisch. Dann hat er eine Flasche Champagner geholt und meine Lieblingsmusik angemacht. Dein Mann ist ja ein Traum. Habt ihr auch getanzt? Das weiß ich leider nicht. An dieser Stelle hat der Wecker geklingelt und ich bin aufgewacht. Passt gut auf, ihr müsst das Rezept später nachkochen. Zuerst müsst ihr das Gemüse klein schneiden. So, fertig. Jetzt einen Topf auf den Herd stellen und Öl in den Topf geben. Das Öl heiß machen
und dann die Zwiebel und den Lauch in den Topf geben. Einfach anbraten. Nach circa 5 Minuten müsst ihr auch die Kartoffeln und die Sardellen in den Topf geben. Jetzt brauchen wir Wein, Wasser und Milch, circa einen Viertelliter. Das gebt ihr auch in den Topf. Das Ganze muss jetzt 30 Minuten lang kochen, bis die Kartoffeln weich sind. Danach legt ihr den Fisch zwischen die Kartoffeln und wartet noch einmal eine Viertelstunde, klar? Nicht länger. Der Fisch braucht nur eine Viertelstunde. Dann gebt ihr Salz und Pfeffer auf euren Fischtopf und stellt alles hier auf den Tisch. Habt ihr alles verstanden, ja? Na, dann kann's losgehen.